Ich bin Retro. Und du? Manchmal muss eine Frau stark sein, um den Stürmen des Lebens zu trotzen. Gute Unterhaltung. Ab heute bist du also rechtskräftig geschieden. Tja, rechtskräftig. So, wenn man manchmal so über Worte nachdenkt. Rechtskräftig. Sei froh, hast du es endlich hinter dir. Na, so leicht war es auch wieder nicht. Wir haben ja schließlich ein halbes Leben miteinander verbracht. Aber wie? Also bitte, wir hatten auch schöne Zeiten. Sehr, sehr schöne sogar. Wegen denen habt ihr euch ja nur nicht scheiden lassen. Vielleicht war es immer noch besser, als ganz allein zu sein. Was war besser? Na, alles. Sag mal, seit wann bist du denn ganz allein? Na, etwa nicht? Und mach aber mal einen Punkt. Ja, bitte. Du hast mich, du hast Sigurd und Klaus und die Enkel. Ja, aber in Stockholm. Ja, das ist ja nun nicht aus der Welt, oder? Ja, das weiß ich. Aber ich lebe hier. Und hier bin ich praktisch allein. Oh, Matka, du lebst jetzt schon seit 4 Monaten getrennt und es ging ganz gut so. Oh, ganz gut? So was weißt du denn überhaupt davon? Nimmst du noch nicht mal Zeit, mit mir eine Stunde essen zu gehen? Du mit deiner albernen Joghurtesserei. Aber wenn man schon Diät macht, muss man auch konsequent sein. Ach, du immer mit deiner Konsequenz. Bist wirklich manchmal wie dein Vater. Dass du jetzt mehr allein sein wirst als früher, das wusstest du doch schon vor der Scheidung. Ja, aber Wissen und Wissen ist zweierlei, mein Kind. Ist wirklich ein kleiner Unterschied. Jetzt bin ich jedenfalls erst richtig allein. Aber doch nicht, weil heute der Kadi da seinen Punkt aufs I gesetzt hat. Das ist doch ein rein formeller Akt, sonst nichts. Ja? Soll ich dir mal was sagen? Seit ich heute Morgen geschieden bin, ist mir nur noch zum Heulen zumute. So sieht's aus. Komm doch wenigstens heute Abend zu mir. Du, ich hol dich auch ab. Hättest du das nicht ein bisschen früher sagen können? Wieso, du kannst nicht? Nein, ich kann nicht. Ich habe was vor. Immer hast du was vor. Hör mal zu, du bist weder krank noch sonst irgendwas. Du bist nur geschieden und das praktisch schon seit Monaten. Dankeschön. Aber mit deinem Herrn Wegner wirst du auch noch dein blaues Wunder erleben. Das Thema wollten wir lassen, oder? Entschuldige, bin heute etwas empfindlich, wenn ich an verheiratete Herren denke, die sich freuen. Also gut, ich komme noch auf den Sprung vorbei, aber es wird spät werden, in Ordnung? Mhm. Dann wenigstens Ilse vorbei, gehen wir heute schon. Ist die Trappenberg? Ja. Ich denke, die wurde in München. Na, aber morgen oder übermorgen kommt sie. Macht sie doch immer, wenn sie in Dänemark war. Zwischen zwei Zügen. Mit der kann man wenigstens reden. Herr Seipold, verzeihen Sie, aber der Vertreter von Eberlein und Co. Ja, ja, ich komme sofort. Pass mal auf, Matka. Ja? Du rufst jetzt gleich mal Lilo an oder Kastners und machst das für heute Abend aus. Mit irgendwem wird schon klappen. Und wenn nicht, dann gehst du einfach ins Kino. Ich bin bestimmt gegen 11 da, verspreche ich dir. Schon gut, schon gut. So, und jetzt gehst du rüber an die Alster, setz dich in ein schickes Restaurant irgendwo draußen in der Sonne und lässt dir das Beste vom Besten servieren. Und die Rechnung übernehme ich, klar? Ja, verstehe. Ein Tag wie jeder andere auch. Entschuldigen Sie bitte. Es ist manchmal, um aus der Hall zu fahren. Ja, das kenne ich. Ihr Mann ist nicht da? Der kommt nicht vor 6 heute Abend. Wenn er kommt, der muss jetzt ja überall mit dabei sein. Ein Geselle krank, der andere auf Urlaub. So ist das nun mal. Kann ich was ausrichten oder kommen Sie noch mal rein? Nein, nein, nein. Ihr Mann kennt uns. Seipold, Flemmingstraße 11. Er war voriges Jahr bei uns im November, hat alles renoviert. Ist was nicht in Ordnung? Aber ja, ich wollte mir das Schlafzimmer, also ein Zimmer will ich bei mir ändern. Ein Zimmer ja. Bloß? Geht's? Ja. Ja, das lässt sich machen. Tapezieren oder streichen? Nein, nur streichen. Also auf jeden Fall eine andere Farbe. Na ja, das können Sie ja alles noch mit meinem Mann besprechen. Ja. Telefon? 47 03 11. Ach, Frau Seipold. Tag, Dr. Wings. Was empfiehlt uns denn die Wirtschaft heute? Ach, ist doch immer dasselbe. Ich gucke schon gar nicht mehr hin. Tja, Briefe. Wer schreibt doch nicht die Briefe heutzutage? Ja. Da haben Sie völlig recht. Und je älter man wird, desto mehr vermisst man. Mhm. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Vielleicht Marga. Ja? Ach du, Erika. Doch, doch. Ach, nur wieder meine Migräne, du weißt ja. Ach, du Ärmste. Ja, tust mir leid. Wirklich.
Ach, lass nur. Kann man schon vorstellen, wie dir zumute ist. Hey, warum kommst du nicht einfach heute Abend vorbei? Ach, hör mal. Was sollte Fred denn dagegen haben? Ach, in einer Stunde bin ich ja schon wieder fit. Also gut, ich rufe ihn an und sag dir dann Bescheid. Mach's gut, meine Liebe. Bis dann. Praxis Dr. Dietz? Moment, ich schau mal, ob er frei ist. Na, Frau Seipold, haben wir wieder ein kleines Wehwehchen? Ja, das kann man wohl sagen. Na, Sie und Ihr Gatte sind zwei ganz ungetreue Tomaten. Doch, doch. Na ja, Schwamm drüber, schon vergessen. Und sonst, wie geht's, wie steht's? Und der Herr Vergaser-Spezialist, immer wieder auf der Achse. Überhaupt keine Zeit mehr für einen kleinen Grand mit Vieren. Doktor, diesmal wird es nicht mehr zum Skat kommen. Ich bin nämlich geschieden. Heute Morgen. Ja, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Ja, aber Probleme haben wir doch alle. Ich habe eine Bitte. Würden Sie vielleicht mit Ihrer Frau heute Abend auf eine Stunde zu mir kommen? Heute Abend? Moment mal, heute Abend. Sobald meine Frau wieder da ist, rufe ich sie zurück. Ja, nein, ich habe einen ganz dringenden Fall auf dem Stuhl. Ja. Ah, der nächste kommt. Ja, Seipold? Lilo, du? Sag mal, wo treibst du dich eigentlich herum? Mich? Wieso mich? Ich sitze beim Friseur schon seit Stunden. Also, wie war's? Na sicher, kannst du, sind doch unter uns. Heute Abend? Ja, warum nicht? Komm ich vorbei. Moment mal, ich muss wechseln. Gerd muss sowieso wieder zu so einer albernen Ausschusssitzung. Brauche ich mich zu Hause nicht zu mopsen. Gut, sagen wir gegen 8. Wer? Ach, dein alberner Dr. Dietz, wie kommst du denn auf den? Du, den grollen wir einfach raus. Na, wenn der bis jetzt nicht angerufen hat. Lilo, das war einfach eine Schnapsidee von mir. Aber die kommen ganz bestimmt nicht. Du, ich kenne die. Tschüss. Na, dann aber mal anfangen. Gott, aber ein paar Blumen müssen wir. Tschüss, Herr Doktor. Tschüss, Frau Dietz. Wiedersehen. Tschüss. Und nicht wieder verpennen. Pünktlich 7 Uhr. So, Mona. Noch eine Sekunde, ich bin gleich fertig. Sag mal, was wird denn nun, wenn die Brübe heiratet? Bleibt sie? Ach, die wird sicher aufhören. Die druckt schon so rum. Mensch, du hast aber auch ein Pech mit deinen Damen. Die heiraten ja schneller als die Stewardessen. Na, ist ja noch ein Monat und bis dahin finden wir an jedem Finger einen. So, dann machen wir die Bude dicht und gehen zum Chinesen. Oh, fein. Ich rufe mal schnell bei Mama an und sage, dass wir später kommen. Sie soll den Jungen schon ins Bett bringen. Ach, du heiliger Bilder. Was ist denn los? Ich Idiot, ich wollte doch die Seipold anrufen. So. Ja, weil ich Trottel gesagt habe, wir kommen wahrscheinlich heute Abend vorbei. Bei den Seipolds? Nun mach aber Schluss, immer mit eurem blöden Skat. Also nein, deswegen lassen wir den Chinesen nicht sausen. Wann haben die überhaupt angerufen? Nicht die, sie. Die sind geschieden. Wie? Bei die Seipolds. Nun mach aber Schluss. Ja, seit heute Morgen. Deswegen hat sie uns ja zum Abend eingeladen. Sag mal, Peter, du willst doch nicht etwa hingehen. Also, euer Skat war schon schlimm genug, aber jetzt auch noch Ehegeschichten mit anhören müssen. Wie kommt ihr überhaupt auf uns? Wir kennen sie doch kaum. Was sagt mein kleiner Manitou? Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass in einer ganz bestimmten Straße, gleich hier ganz in der Nähe, von einer ganz bestimmten Person über kurz oder lang eine ganz bestimmte Wohnung frei wird. Lilo? Ach, Dr. Dietz, Sie können... Achso, Sie kommen! Nein, aber im Gegenteil, ich freue mich sogar sehr darüber. Ja, also ich würde sagen gegen 8, ja? Gut, vielen Dank. Wiedersehen, bis dahin. Da habe ich mir was Schönes eingebrockt. Achso. Du, die Seipold. War doch gerade hier. Wird was vergessen haben. Ja, wie immer. Ganzen Tag nichts zu tun, aber abends wird sie mobil. Deren Alter hat sicher auch nichts zu lachen. Die habe ich übrigens schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Du? Wen? Na, den Seipold. Nee. Aha. Oh, Frau Seipold. Ja. Was vergessen? Frau Petermann, ich krieg überraschend noch Gäste. Ein Glück, dass Sie da sind. Ach, das kenne ich. Hat meiner früher auch immer gemacht. Bitte?
was? Na, überraschend Gäste mitgebracht. Ach so, ja. Ich möchte nur ein bisschen Knabberzeug. Mhm. Und Sie hatten noch Cocktailwürstchen. Ja, da drüben. Ach so. Und da unten. Was? Unten? Ach so. Ja. Und dann bitte noch ein halbes Pfund Schweizer. Aber zwei dicke Scheiben. Minne, halbes Schweizer in zwei dicken Scheiben. Ja, Bier auch? Nein, Bier möchte ich nicht. Oh, vernünftig. Mein Mann hat das Biertrinken auch aufgegeben. Es war die höchste Eisenbahn, meinte der Ärzte. Wie wird Ihrer denn damit fertig? Stellt er sich auch so an. Das ist mir nicht aufgefallen. Warten Sie, Weintrauben, ja? Ja, gerne. So eine schöne blaue Traube. Ja. Ja? Fahren Sie dieses Jahr gar nicht in Urlaub? Doch, wir fahren später. Sonst fuhren Sie doch immer Anfang August. Bitte? Ich sag, sonst fuhren Sie doch immer Anfang August in Urlaub. Ja, aber wir fahren diesmal dann später. Sagen Sie, der 6:57, ist der gut? Ja, können Sie ruhig nehmen. Aber wenn ich Ihnen was empfehlen darf, dann nehmen Sie den nach rechts davon. Kostet 2 Mark mehr, was lohnt sich? Wenn Ihr Mann den einmal trinkt, dann bleibt er dabei. Meiner ist ganz scharf. Ja. Ja. So, das wäre nämlich alles. So, wie viel macht das also? Oh, das sieht ja fast nach einem kleinen Fest aus. Mhm. Geburtstag. Geburtstag? Na ja, sowas Ähnliches. Macht 38,50 Mark. 38,50? Nein, Augenblick. Ich glaube, dann lasse ich doch lieber den Sekt weg. Das ist ja Quatsch. Einmal ist kein Mal. Ja, sag ich auch immer. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Erika ist dumm. Dumm und naiv. Sonst hätte sie sich nie darauf eingelassen. Ist doch eine ganz faule Sache. Sie hat sich das sicher alles reiflich überlegt. Ist ja kein Kind mehr. Das hat doch mit Alter nichts zu tun. Im Grunde ist sie ein Kind. Gut, glaube ich, impulsiv. Hat sich nie den Kopf darüber zerbrochen, wie es weitergehen soll. Schon früher nicht. Robert wird sich bestimmt nicht lumpen lassen. Wäre auch noch schöner. Das ist doch wohl das Mindeste, dass er sie finanziell sicherstellt. Nach 30 Jahren Ehe. Ich bin ja gespannt, wie das mit der Neuen wird. Geht schief, kann ich dir jetzt schon sagen. Eine Frau, die bis 40 nicht verheiratet war, hat Eigenheiten. Die war viel zu lange unabhängig. Dein Freund Robert wird sich noch ganz schön wundern. Wirst du alles noch erleben. Wenn es heute Abend spät wird, soll ich dann noch vorbeikommen? Kannst ja vielleicht mal etwas früher gehen, oder? Ja, sicher. Hat übrigens Ähnlichkeit mit Erika, findest du nicht? Wer? Na, Roberts Flamme. Lilo, so kann man das doch nicht nennen. Und wie sonst? Er wird sie heiraten. Na und, wo ist der Unterschied? Schließlich ist sie eine reife Frau. Das kann man wohl sagen. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als er sie uns plötzlich vorstellte. Solltest du tun, als hätte er uns nicht gesehen? Schließlich ist Erika meine beste Freundin, das hat er wohl vergessen. Aber Beherrschung ist nicht eure starke Seite, ich weiß. Was ihr habt, müsst ihr vorzeigen. Und sie ist ja auch außerordentlich attraktiv. Läuft herum, als wäre sie gerade 17 geworden. Mini. Anscheinend brauchen Männer das in dem Alter. Willst du noch etwas Tee? Nein, danke. Ja, ich glaube, wir müssen, wenn ich dies noch bei Erika vorbeibringen soll. Was wohl ihre Kinder dazu sagen? Brigitte ist ja abgebrüht. Aber Klaus, dem geht das bestimmt gegen den Strich. Ist schon ein starkes Stück, was sich dein Freund Robert da geleistet hat. Mit dieser Steuerberaterin. Ja, jedenfalls geht es ja nicht ums Geld. Das sagen am Anfang alle. Lilo, hör auf, sie verdient sehr gut. Viel mehr als Robert. Hat er dir das gesagt? Für Erika ganz schön beraten müssen. Als ob das mit Geld zu bezahlen wäre. Ihr Männer macht's euch leicht. Du tust das so, als hätte ich sie sitzen lassen. Ja, fast. Vergiss deine Brille nicht. Nein, du. Schau mal, Monika. Was denn? So ein kleines, dummes Schälchen hält noch mal länger als eine Ehe. Namen, Frau Seipold. Oh Gott. Ich hoffe, wir sind nicht zu früh. Na, doch ein bisschen, aber das macht es. Ich freue mich wirklich ausgesprochen, dass Sie da sind. Na, und der Kleine, schläft er schon? Der und schlafen. Als wir eben noch zu Hause waren, hat er meine Mama noch ganz schön unterhalten. Diese Gören, was? Das ist so eine richtige kleine Nervensäge. Naja, wie der Vater. Ja. Apropos. Oh, bitte entschuldigen Sie. Mein Ohrring habe ich vergessen. Kommen Sie rein. Sie gestatten ein kleines Präsent. Statt Blumen. Also das finde ich wirklich ausgesprochen nett von Ihnen. Was ist denn da drin, hä? Keine Angst, ist keine Bombe. Nein? Bin ich aber gespannt. Nein, oh Gott, was ist das?
Ich entsetze. Mein Mann, können Sie sich vorstellen, was ich auszustehen habe? Hört denn der wieder auf? Das ist gerade das Komische, wenn du nie weißt, wann der aufhört. Was ist denn das? Das ist ein Lachsack. Das ist eine kleine Lebenshilfe für stille und besinnliche Stunden. Ja? Na, die habe ich von jetzt ab mehr als genug. Es tut mir leid, ich muss ihn noch einen Augenblick allein lassen. Ich bin in der Küche noch nicht fertig. Aber was, da helfen wir Ihnen doch. Nein, das kommt nicht in Frage. Aber wir sind doch kein Staatsbesuch. Aber das stellen wir auf die nächste Rechnung. Das wäre mir peinlich. Ach, Quatsch, ich will doch immer. Nein, Dr. Dietz, hier ist doch die Küche. Ach, das ist das Schlafzimmer, Entschuldigung. Ja, das ist aber auch ein Saal. Ja. Das sind wir Reihenhäusler überhaupt nicht mehr gewöhnt. Entschuldigen Sie. Ja, jetzt, wo ich allein bin. Das ist wirklich ein bisschen sehr groß. Ja, da kann man doch Radfahren. Ja, das könnte man schon. So still hier. Hm? Und dann die schönen alten Bäume. Hm? Ich will es auch nur ein bisschen ändern. Wissen Sie, anders streichen und Doppelbett nehme ich raus. Ich habe noch Biggies Bett von früher. Na, wenn Sie das hier aber schon groß finden, kommen Sie. Dann zeige ich Ihnen was. Kommen Sie mal. Hier, das Arbeitszimmer. Da werden Sie staunen, wie groß das jetzt wirkt. Ach, Ihr Mann hat die Möbel mitgenommen. Nein, nur das Herrenzimmer. Alles andere hat er mir gelassen. Ein ideales Kinderzimmer. Wieso, das war's doch früher auch. Na, siehste? Ja. Darf ich mal fragen, was Sie hier zahlen? Peter! Ja, wieso, ist doch gar kein Geheimnis. 380 Mark, aber mit Heizung und Warmwasser. So, jetzt gehen wir aber ins Wohnzimmer. Es gibt zwar nur Knabberzeug. Dr. Dietz, warum gehen Sie in die Küche? Ach, der hat heute wieder mal Hummeln im Hintern. Oh. Na ja, aber wenn er schon da ist, dann soll er uns gleich mal die Flaschen öffnen. Da sind die Flaschen, Doktor. Oh ja. Ich habe sie nämlich ein bisschen warm gestellt. Oh, hier. Sehr schön. Und ich gebe Ihnen jetzt auch noch. Dankeschön. Ah, 64er Spätburgunder. Mhm. Sonniger Jahrgang. Woher weißt du? Ja, das steht doch drauf. Nein, nein, nein. Müssen erst noch der Rest der Weintrauben rauf. Das mache ich schon. Ja, das wäre aber nett. Dann kann ich nämlich das Wasser noch für die Cocktailwürstchen aufsetzen. Na, ist er gut temperiert? Na, müsste man probieren. So, die Gläser sind im Wohnzimmer. Ach, was, da gehen auch die hier. Ich muss schon sagen, gekonnt. Kommt denn noch jemand? Ja, meine Freundin Lilo und Niklas. Die kennen Sie bestimmt von Roberts 60. Geburtstag. Die war so ein bisschen angeschwipst damals. So, meine Damen, bitteschön. Peter, du bist doch hier nicht zu Hause. Aber Unsinn. Mein Mann hat immer gesagt, eine richtige Party wird erst in der Küche gemütlich. Na und wir? Wir fangen gleich in der Küche an. Ist richtig, doch prima. Richtig. Auf unsere liebe Frau Seibold. Oh, danke schön. Entschuldigung, das ist Lilo. Halt, erst wird getrunken. Oh, bitte. Ex. Ex? Ach. Entschuldigung. Ich mach schon alles fertig. Das ist nett von Ihnen. Du bringst du schon die Flaschen rein, ja? Lilo? Du. Was denn, Ille, du? Ja, ich. Guten Abend. Guten Abend. Hast du meine Karte nicht bekommen? Ja, doch, aber ich dachte. Na, komm doch erst mal rein. Guten Abend. Ich bin wirklich völlig durcheinander. Das sehe ich. Was ist denn das? Das ist der Lachsack. Robert? Robert, wieso denn Robert? Mit dem Lachsack. Guten Abend. Ihr habt ja Besuch. Und das konnte ich nicht an. Ach, das macht doch nichts. Dann zieh dich doch erst mal aus. Sag mal, kommst du denn direkt von der Bahn? Diese Blumen hier sind ja zauberhaft. Ich danke dir schön. Warum bist du überhaupt früher gefahren? Du hattest doch geschrieben, aber was ist los mit dir? Bei dir ist doch eine Sicherung dort. Ich bin geschieden. Seit wann? Heute Morgen. Ich gratuliere. Das ist sehr vernünftig von dir. Ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, quäl dich nicht. Es ist fein, dass du da bist, du. Ich bin so ein Kamel. Ich wollte nicht so gern mit dir allein sein. Na, das holen wir mal nach. Ja. So, jetzt komm rein, sonst werden deine Gäste unruhig. Guten Abend. Darf ich dir gleich mal vorstellen, unseren Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Dietz und Frau. Guten Abend, der Fünflöcher-Spezialist. Und das ist Frau Trappenberg, meine Schulfreundin. Leider sehe ich sie nur einmal im Jahr, wenn sie aus dem Urlaub kommt. Sie lebt nämlich in München. Komm, setz dich. Ja? Diesmal ist sie einen Tag früher gekommen. Also du wirst dich nicht mehr ändern, Erika. Wieso? Ja, wo ist die Karte? Ja, welche Karte denn? Ja, die ich dir geschrieben habe. Oh, habe ich schon wieder was durcheinander gebracht? Weißt du, war sie auch schon in der Schule. Sie hat immer die Hälfte vergessen. Na, bei mir weiß sie aber immer, wo ihre Wehwehchen sitzen. So, nun darf ich mal einschenken. Ich habe hier ein 64er Spätburgunder.
Ein ganz sonniger Jahrgang. Das ist aber schön, wenn man einen Mann im Hause hat, nicht? Oh, Ille, ich muss dir doch was zu essen machen. Du hast bestimmt Hunger. Ja, um Gottes Willen, ich komme aus Dänemark. Ich muss sehen, wie ich meine 3 Kilo wieder runterkriege. Wo waren Sie denn? In Skagen, da bin ich jedes Jahr. Ganz oben, wo Nord und Ostsee zusammenstoßen. Das ist eine hübsche Ecke. Das glaube ich. So, und nun wollen wir mal trinken, nicht? Das vorhin in der Küche, das war doch nur Probe. Auf den heutigen Tag. Und dass du mit allem fertig wirst. Wohl bekommst. Wir hatten uns eben gestritten, Frau Seibold. Meine Frau meinte, die Miete hier sei unverschämt hoch. Aber ich finde, für eine 3-Zimmer-Wohnung in dieser Gegend, na, das ist doch spottbillig. Was ist spottbillig? Na, sagen wir zumindest angemessen. Was zahlst du jetzt? Du 380, aber mit allem. Das kannst du bei uns in München suchen. Wann hatten Sie hier die letzte Mieterhöhung? Also das weiß ich nicht. Ich habe mich nie darum gekümmert. Vor ein paar Jahren, glaube ich. Naja, sehen Sie, da kommen demnächst mindestens 20% auf Sie zu. Was, 20%? So viel? Sag mal, kannst du die Wohnung überhaupt halten? Na sicher. Robert hat sich doch hochanständig benommen. Wirklich. Oh Gott, jetzt habe ich deine Blumen vergessen und das Päckchen. Bin gleich wieder da, ja? Riecht hier Schusselise, nicht? Ich glaube, so ist es für euch gemütlicher. Sie trinkt alles sehr tapfer. Alle Achtung. Ja, ja. Sie war immer gut im Versteckspielen. Muss sie aber doch getroffen haben. Diese Einladung heute völlig aus heiterem Himmel. Ja. Na, sie ist ja Gott sei Dank nicht verheult aus. Ach, du. Na, ist aber nett, dass du kommst. Habe ich dich schon mal hängen lassen? Nee. Danke. Ach, du lieber Gott, die sind ja alle gekommen. Ja, komm bloß rein. Du. Den gehen wir eine Stunde, nicht mehr, klar? Ja, klar. Ist ja eine richtige Party. Aha. Meine Freundin Lilo Niklas, Ilse Tappenberg, Gebeißgefahr. Na und, Sie kennen sich doch, nicht? Ja. Du hast mir gefallen? Setz dich hin. Und Doktor, Sie bitte auch, ja? Macht's nur nicht ungemütlich. Du bist ja gut. Und ich jage extra her, um dich zu trösten. Na, ich glaube, den Trost hätte sie in den letzten 2 Jahren nötiger gehabt. Bitte, haben Sie mal Streichhölzer? Und ihr tut mir jetzt ein einzigen Gefallen. Ihr könnt reden von was ihr wollt. Meinetwegen sogar von Krankheiten. Nur bitte nicht von meiner Scheide. Ist ja grässlich! Naja, du, ich hab doch nicht gewusst, dass der hier lag. Das ist wieder einer ihrer Scherze, Doktor. Na, stell's doch ab! Du, das geht leider nicht. Sie aber nervös. Haben Sie wohl auf dem Gewissen? Mein Mann ist spezialisiert auf solche Sachen. Der findet dauernd was Neues. Und das bringt er dann mit nach Hause? Aber irgendjemand muss man es ja ausprobieren. Ja, ne? Na, dann probieren Sie es doch bei Ihren Sprechstundenhilfen aus. Ja, um Gottes Willen, ich werde mich hüten. Mhm. Die laufen mir so auch schon weg. Furchtbar, wir suchen fast jedes Jahr eine neue. Heiratet schon wieder einen. Darauf müssen wir trinken. Das Kind wird's nötig Nilo, haben. Nilo, sei vorsichtig. Denk an Gerd. Ist ihr auch immer gleich sauer, wenn sie einen zur Brust nehmen? Na, irgendeiner muss ja den Wagen nach Hause fahren, ne? Hört ja irgendeiner. Das sind nämlich wir Frauen, ne? Typisch. Schöne Gleichberechtigung. Also, trinken wir nun oder nicht? So, nun erzählst du mal endlich, Erika, warum du dich die ganze Zeit schon herumdrückst. Wie steht's jetzt mit deinen Finanzen? Aber ich sag doch, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Tacheles, Erika, wie viel kriegst du? 800. 800 was? Oh, Lilo, bitte jetzt sei nicht albern, ja? 800 im Monat natürlich. Das ist alles? Na, da hat sich Robert aber keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Wieso? Das sind 200 Mark mehr, als er von Rechts wegen zahlen müsste. Ja. Und er trägt vorläufig sogar die Miete. Wie lange? 3 Monate. 3 Monate? Und dann ziehen Sie aus? Nein, warum soll ich denn ausziehen? Ja, ich dachte nur... Und mit den 800 willst du die Wohnung halten? Da hat dich Robert aber ganz schön übers Ohr gehauen. Ach, was brauche ich schon zum Leben? Quatsch! Allein wirtschaften ist immer teurer, nicht billiger. Also rechnen wir mal zusammen. 380 Mark Miete, dazu Strom und Telefon. Was brauche ich schon? Ich allein. Naja, Licht kostet immer dasselbe, ob alleine oder zu zweit. Und telefoniert hast du sowieso am meisten. Naja, dann will ich eben vielen ja telefonieren. Also gut, dann sagen wir, Telefon minimal 40 Mark. Strom 30, das sind schon mal 450. Ja, und dann die Wäsche, Kleidung und hin und wieder eine Kleinigkeit, Parfum. Friseur nicht zu vergessen. Ja, abgesehen vom Arzt, vergessen Sie nicht die Krankenkasse. Und wie ich dich kenne, willst du auch mal ins Theater oder verreisen. Alles in allem, Erika, du bist nicht gerade auf Rosen gebettet. Du weißt, was ich kriege und das ist einiges mehr. Aber das ist auch nicht einen Pfennig zu viel. Ach, Hunderttausende müssen mit viel weniger auskommen. Sprich von ganzen Familien.
Und die leben auch. Ja, aber wie? Also ich an ihrer Stelle würde mir über kurz oder lang eine kleinere Wohnung suchen. Doch, da hat der Doktor recht. So eine Riesenwohnung. Und die viele Arbeit für nichts und wieder nichts. Nein, nein, jetzt hört wirklich auf, ja? Es genügt doch völlig, dass ich ohne Mann bin. Will doch nicht noch meine Umgebung verlieren. Nein, nein, ich bleib hier wohnen. Ja, wie auch immer, Erika. Eines steht fest, von jetzt ab musst du kurz treten. Und wenn Robert stirbt? Na, sag mal, warum soll der denn sterben? Man muss mit allem rechnen. Du, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ich hab euch doch nicht eingeladen, damit ihr mir hier Angst macht. Der Junge darf also praktisch tun und lassen, was er will. Nein, ganz so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Es gibt selbstverständlich Grenzen. Wenn er anfängt, uns zu tyrannisieren, dann bringen wir ihm natürlich beides, das nicht geht. Also alles genau wie früher. Nicht ganz. Wir verbieten ihm ja nicht alles. Wir versuchen ihm nur zu erklären, dass er das oder jenes nicht darf. Und Sie meinen, damit bauen Sie Aggressionen ab? Und wenn er nun in einem Jahr zur Schule kommt, was dann? Alles Mumpitz. Das Wichtigste für die Kinder ist, dass sie in einer harmonischen Ehe aufwachsen. Ja, aber das finde ich nun wirklich selbstverständlich, Lilo. 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 So selbstverständlich ist das nicht. Oh, denk bloß an deine eigene. Bitte, bitte. Unsere Kinder haben nie bemerkt, wenn wir uns gestritten haben. Na, ich kann mich da an Szenen erinnern. Da waren sie aber mitten zwischendrin. Das ist ja jetzt Gott sei Dank passé. Ich bin der Ansicht, wenn es in einer Ehe wirklich nicht mehr stimmt, dann sollte man sich trennen. Das ist das Vernünftigste. Auch für die Kinder. Sie scheinen ja nette Erfahrungen gemacht zu haben. Im Gegenteil, ich war sehr glücklich verheiratet. Ah, war? Ja, war. Mein Mann ist vor 6 Jahren gestorben. Entschuldigung. Das konnten Sie ja nicht wissen. Also, ich bin auch der Ansicht, wenn eine Ehe nicht funktioniert, Schluss machen. Ach was, in jeder Ehe gibt's mal Krisenjahre. Wenn man da immer gleich die Flinte ins Korn werfen wollte. Wir hatten jedenfalls noch keine Krisenjahre. Wie lange sind Sie verheiratet? Na, immerhin 8 Jahre. Können Sie gar nicht mitreden. Kinder, Kinder, zeigt euch nicht schon wieder über meine Ehe. Kein Mensch spricht über deine Ehe. Wir reden hier ganz allgemein. Und ich sage trotz allem, die schlechteste Ehe ist immer noch besser als die beste Scheidung. Na, aber das kann man doch wirklich nicht sagen. Sie meinen also, Frau Niklas, Erika hätte ihre Ehe aufrechterhalten müssen. Um jeden Preis. Allerdings. Also das ist doch absurd. Entschuldigen Sie, wenn mein Mann mich nicht mehr will und mit einer anderen loszieht, dann soll er doch. Das ist doch selbstverständlich. So selbstverständlich ist das nun wieder nicht. Du hast doch nicht einmal um deine Ehe gekämpft. Hast einfach alles laufen lassen. Was kämpfen? Wofür sollte ich kämpfen? Es war aus. Aus, aus. Nichts war aus. Du hast ihn im Stich gelassen, als er dich am meisten brauchte. So war das. Also nun hör doch endlich auf, Unsinn zu reden. Warum sollten wir eigentlich zusammenbleiben? Es war doch nichts mehr vorhanden. Wegen der Kinder vielleicht? Na, die kommen manchmal zu Besuch, als wären sie Bekannte. Sonst sind sie überhaupt nicht vorhanden. Nein, nein, nein. Unsere Ehe, sie war einfach eine Gewohnheit geworden. Sonst nichts mehr. Meinst du? Aber wenn ein Mann in Roberts Jahren plötzlich durchdreht, nur weil ihm so ein junges Ding schöne Augen macht. Aber ich bitte dich, Gisela ist doch kein junges Ding mehr. Immerhin ist sie fast 20 Jahre jünger als du. Ihrer Meinung nach, Frau Niklas, ist es also die verdammte Pflicht und Schuldigkeit einer Frau, ihren Mann vor einem Fehltritt zu bewahren. Wenn nötig, auch unter Anwendung von Gewalt. Allerdings, Frau Trappenberg. Und ihm nicht einfach den Laufpass zu geben wie du. Man soll also alles runterschlucken und so tun, als wäre nichts geschehen. Immer noch besser als in ihrem Alter allein sein. Jetzt kommt mein Prachtstück. Bis später der Abend. Becky? Oh, ist das gut, dass du da bist? Peter geworden. Was ist bei dir los? Ach, das ist vielleicht eine Runde geworden. Ich sagte, Dietzen sind da, Lilo, Ille Tappenbeck ist vorher gekommen und Gerd kommt auch noch. Ich dachte, du bist allein. Ja, wieso wäre das lieber gewesen? Wenn ich das geahnt hätte. Also jetzt spiel aber nicht die Beleidigte. Komm rein. Frank wartet unten. Ach so, du wolltest sowieso gleich wieder Frank gehen. Kein Stuss. Ich hätte ihn natürlich nach Hause geschickt, aber so. Also bitte, du musst jetzt aber reinkommen. Sag wenigstens guten Abend. Glückliche Familie können wir uns doch wohl ersparen, oder? Na bitte, wie du willst. Nein, wie du willst. Du hast mir den ganzen Abend versaut. Biggi. War nur Brigitte. Wieso? Ist schon wieder weg? Ja, ja. Sie hat mir ein paar Schlaftabletten gebracht. Ich hatte sie darum gebeten. Na, hätten Sie doch einen Ton gesagt. Das war ja heute Mittag. Stört es euch, wenn ich die Tür ein bisschen aufmache? Schade. Wie geht's ihr?
Du, danke, danke, sehr gut. Ist dumm, nicht? Muss für eine Kollegin einspringen. Nachtdienst. Nicht einmal an einem solchen Tag hat sie Zeit für dich. Natürlich. Wir haben doch heute Mittag zusammen gegessen. Und ich sage Ihnen, sie ist ganz schön blöd gewesen. Nein, du hast einfach zu viel Intus. So, und jetzt mache ich für uns alle eine schöne Tasse Kaffee. Oh, bitte für uns nicht. Wir müssen sowieso gleich. Warum hat sie Robert einfach laufen lassen? Können Sie mir das erklären? War doch hirnverbrannt. Nein, das will ich dir doch morgen erklären. Weißt du, wenn du mir wieder zuhören kannst. Oh Gott. Ist, glaube ich, besser, wir gehen jetzt. Mein Mann muss so früh aufstehen. Ach nein, bitte bleibt noch 5 Minuten. Ich werfe euch doch sowieso alle gleich raus. Sie werden sich doch mein Prachtstück nicht entgehen lassen. Na, Erika. Endlich. Sag mal, gibst du eine Party? Ach, bloß ein paar Leute. Ach, und ich dachte ja, heute euch aus. Nein, ich ja komm, früher kommen. Tu mir einen Gefallen, komm erst mal mit mir in die Küche. Was hast du denn? Nicht. So, jetzt sag mir eins, was ist mit Lilo? Wieso? Na, sie trinkt. Benimmt sie schlecht? Ach, was heißt schlecht? Sie redet, mir wird heiß und kalt. Worüber? Worüber wohl? Über meine Scheidung. Da wollte ich einen netten Menschen, um über meine Geschichte hinwegzukommen. Und was habe ich? Ein Stall voller Leute, die sich über meine Scheidung in die Haare kriegen. Das ist doch idiotisch. Na ja, lass mal, ich mach das schon. Ja, aber ich sag dir nur eins, sehr vorsichtig. Die ist auf 118. Ich habe das Gefühl, Sie reden den ganzen Abend schon von sich. Von mir? Guten Abend allerseits. Dr. Dietz und Frau? Ja, ich glaube, wir kennen uns schon von Roberts Geburtstag. Ja. Gut, entschuldigen Sie. Ja, aber meine Freundin Ille, die kennst du nicht. Prachtstück. Ja, dein Prachtstück kommt dich jetzt abholen. Mitnichten, mein Prachtstück wird sich jetzt erstmal setzen. Wir sind nämlich gerade bei einem Thema, das dich sehr interessieren wird. Lilo, das tut mir furchtbar leid, aber ich bin hundemüde. Entschuldige bitte, aber die Sitzung hat mich fertig gemacht. Hier, das macht dich wieder fit. Nein, Lilo, komm, morgen hast du wieder Kopfschmerzen. Frau Seifold, ich glaube, es ist besser, wir verstehen. Danke, wir finden schon allein. Ja, aber bitte, demnächst mal bei uns, ja? Komm. Komm, setz dich. Die 5 Minuten machen den Kohl auch nicht fett. Entschuldigung. Es ist mir wirklich peinlich. Sie trinkt sonst nie so viel. Das kommt doch in den besten Familien vor. Das war wirklich ein reizender Abend, Frau Seibold. Und ich dachte schon, Sie wären am Boden zerstört. Aber hören Sie. Und wenn Sie mal irgendwelche finanziellen Probleme haben, mit der Wohnung oder so, dann können Sie sich ruhig an mich wenden. Ja? Ich wollte sogar etwas von Ihnen, aber ich bin wirklich den ganzen Abend nicht dazu gekommen. Na dann mal auf den Mund. Wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sie haben doch früher, ich meine bei den Skatabenden, da haben Sie doch immer gesagt, wenn Sie gerade eine Sprechstundenhilfe suchten, so etwas wie mich, das müssten Sie finden. Und jetzt, da brauchte ich... So wie Sie kann man doch heute gar nicht mehr finden. Ja. Wenn Sie die nötigen Vorkenntnisse hätten und 20 Jahre jünger wären, na, dann würde ich Sie doch mit Handkuss nehmen. Sie machen sich keine Vorstellung von dem Stress. Das geht wirklich von morgens früh bis abends spät. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, was weiß denn nun hier jemand wieder mal? Ganz genau. Nur eine kleine Privatangelegenheit zwischen meinem Prachtstück und mir. Ja, dann sorg dafür, dass es auch bleibt. Komm jetzt. Fass mich nicht an! Du hast dich doch genauso benommen wie Robert, genauso kindisch und albern. Entschuldigen Sie bitte, vielmals. Ich wasche schon mal ab. Wir können ruhig hier bleiben. So empfindlich sind wir nicht. Wieso? Was ist denn nun hier überhaupt schon wieder los? Na, dieses Prachtstück hat sich doch auch einer angelacht. Ja, und pass mal auf, ich bin entsetzlich müde. Und Gerd auch. Ja. Komm, ja? Wer? Der tut doch nur so. Sieh ihn dir doch an, das schlechte Gewissen in Person. Liebe auf den ersten Blick, hat sie gesagt. Und er hat das geglaubt. Wollte noch mal von vorn anfangen. Mit einer 24-jährigen Verkäuferin. Ist das wahr, Gerd? Ach, Unsinn. Er war sogar schon beim Anwalt. Nein. Wann? Vor 3 Monaten. Mit dir konnte man ja nicht mehr reden. Aber ich habe nicht den Kopf verloren wie du. Ich nicht. Bei mir kommt sowas nicht in Frage. Gratuliere. Aber trotzdem, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Du hast es gerade nötig. Du bist doch an allem schuld. Was, ich? Ja, du! Als er sah, wie leicht du es Robert machtest, hat er gedacht, es geht immer so. Das ist ja nicht wahr. Ich habe ja eingesehen, dass es nicht richtig ist. Gott, bin ich gut bedient. Wenn ich mir so vorstelle, wie ihr beide zusammenlebt. Na, wirklich, übel kann einem werden. Du benimmst dich abscheulich. Sag doch endlich auch mal was. Erst putzt du ihn herunter wie einen dummen Jungen und dann schreist du um Hilfe. Los, weil ich mal die Wahrheit sage. Was wirst du jetzt tun? Erst mal schlafen gehen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht fahre ich nach Stockholm zu meinem Jungen. Und dann will ich was tun, weißt du? Irgendwas. Oh, das geht schon in Ordnung. Als Paul damals...
Da habe ich auch gedacht, Ende. Aber man lernt, mit sich allein zurechtzukommen. Nicht ganz leicht, nicht? Ja, was geht. Wie hat unsere Deutschlehrerin immer gesagt, die alte Kramphausen, Kopf hoch, Mädel, Gottes schöne, weite Welt. Ach, hör auf. Ist nicht unterzukriegen. Ja, ja. Idiotisch, was? Kannst dir vorstellen, dass Menschen einem sowas mitbringen? Willst du bloß sein? Lieben gern. Gib mir. Nehm's mit für meine Enkel, die haben bessere Nerven. Ein Taxi. Schade. Spring nicht runter, falls unten zu ist. Komm doch nächstes Jahr mit nach Skagen. Gern, wenn ich es nicht vergesse. Ich werde dich erinnern. Ja, aber du weißt, Postkarte genügt bei mir nicht. Schick dir ein Schmuckler-Telegramm, DIN A4, doppelseitig mit Blümchen dran. Ille. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Schon wieder? Ja, ich habe das Päckchen von dir nicht ausgepackt. Umso besser, dann kriege ich wenigstens von dir mal einen Brief. Mach's gut, ja? Und vielen Dank für alles. Verkühl dich nicht. Hm. Wenn das alles wäre. Seipold. Groß? Verzeihen Sie, entschuldigen Sie, aber wer ist Groß? Ach, der Klempner, ja. Nein. Nein, Frau Groß, mir fallen alle meine Sünden schon ein. Ich weiß, es handelt sich um die Boilerreparatur. Ja. Nein, nein, Sie brauchen die Rechnung mir wirklich nicht zu schicken. Ich habe die irgendwo noch liegen. Aber nein, ich weiß genau. 34,80 war das, nicht? Frau Groß, Sie müssen wirklich mich entschuldigen, ja? Ich war nämlich bei meinem Sohn in Stockholm. Briefmarken, Schalter 6. Was denn? Soll ich mich deswegen noch mal eine halbe Stunde lang anstellen? Tut mir leid, hier sind nur Einzahlungen. Außerdem gibt es Briefmarken im Automaten. Ja, dann wechseln Sie mir hier das bitte in 10 Markstücke. Das ist ja eine Zumutung. Geht denn das überhaupt nicht weiter da vorne? Mein Gott, was man hier zur Zeit vertrödelt. Ich bin berufstätig, ich habe 2 Kinder zu Hause und einen kranken Mann. Bitte, 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 kommen Sie vor, ich habe Zeit. Ja, zu viel Zeit. Dann haben Sie aber 6 Richtige. Dankeschön. Na, wie wär's denn damit, Frau Seibold? Ein schönes Stück Schulter, ca. 2 Pfund. Nein, danke, das ist zu viel für mich. Ich koche ja jetzt für mich allein. Oh, stimmt, Entschuldigung. Oh, bitte. Ich nehme 150 Gramm Gehacktes, das reicht mir. Ist recht, Frau Seibold. Ach, Frau Seibold, schön, dass ja. Ich Sie gerade treffe. Ich habe nur eine Frage. Für den Fall, dass Sie Ihre Wohnung aufgeben und ausziehen, könnten Sie mich das wohl vorher wissen lassen? Also, wie kommen Sie denn darauf, dass ich meine Wohnung aufgebe? Na gut, ich dachte bloß, wo Sie doch jetzt sind. Naja, Sie wissen doch meine Kinder. Nein, nein, Frau Schade, ich gebe meine Wohnung nicht auf. Sagte mein Mann, Leute. Nein, nein, nein. Ich hatte doch abgeschlossen. Ist hier jemand? Erschrick nicht, Matka, ich bin's. Was? Tag. Tag. Sag mal, bist du schon lange hier? Nee, vielleicht 10 Minuten. Apropos Dienstag, kam gerade vorbei, dachte ich, schau ich mal rauf. Das finde ich aber nett von dir. Ich wusste überhaupt nicht, dass du noch einen Schlüssel hast. Wieso? Ich habe doch immer einen Schlüssel gehabt. Ja, na, den kannst du mir aber gleich mal zurückgeben. Nee, den Schlüssel behalte ich. Du, ich habe nur ein paar. Übrigens, da fällt mir ein, Vater muss noch ein paar haben. Na, dann lass ich die mal von ihm zurückgeben. Er hat hier wirklich nichts mehr zu suchen. Soll ich uns eine Tasse Kaffee machen? Nee, danke, hab gerade gefrühstückt. Ja, aber die Stockholmer Fotos, nein, die musst du dir ansehen. Die Kinder sind einfach süß. Ich hab was gegen Familienbilder. Ach, nun komm schon. Bist doch schließlich ihre Tante. Na, nur, wo hab ich denn die? Ich hab die nämlich vorhin noch in der Hand gehabt. Ach komm, such nicht weiter, Matka. Ich glaub dir aufs Wort. Sie sind süß und blond und schwedisch. Hier sind sie. Ach komm, doch nicht so ein entsetztes Gesicht. Ich bin nämlich wegen was ganz anderem hier. So? Erzähl mir mal, was machst du so den ganzen Tag? Was soll ich denn tun, ne? Ich hab wirklich genug. Meine Wohnung. Ja, Staubsaugen und Fenster putzen und ein bisschen kochen, Fotos ansehen, Kreuzworträtsel und natürlich telefonieren. Weißt du eigentlich, dass du mich dieser Woche schon 5-mal angerufen hast? Mhm. Entweder willst du mit mir essen gehen oder willst mich abholen oder fragst mich aus, was ich so vorhabe. Alles ziemlich traurig, was? Ja? Was findest du denn daran so traurig? Ein Vierteljahr nach deiner Scheidung spielst du immer noch Hausfrau, Gattin und Mutter. Na und? Das bin ich doch. Kein Mann im Haus, keine Kinder im Haus. Sag mal, hast du eigentlich mal daran gedacht, was zu tun? Vielleicht in einen Beruf zu gehen, irgendwas zu arbeiten? Ach so, jetzt komme ich überhaupt erst drauf. Das hat mir dein Bruder aus Stockholm geschrieben, was?
Ihr habt vielleicht Angst, dass ihr mich mal unterstützen müsst. Was soll ich denn tun, hä? Hab ja nichts gelernt. Soll ich vielleicht euch zuliebe als Putzfrau gehen? Davon ist doch gar keine Rede. Hm. Aber viele Frauen, auch in deinem Alter, auch Ungelernte, arbeiten heute. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Ja? 1000? Mhm. Ich will nicht 1000. Ich will eine. Eine will ich wissen. Na bitte. Ich habe zum Beispiel gestern mit Frank gesprochen. Du, darüber wollten wir doch wohl nicht reden, nicht? Herrn Wegener wollten wir doch aus dem Spiel lassen. Er wäre sofort bereit, dich in seinen Betrieb aufzunehmen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Matka, nun hör doch erst mal zu. Das ist eine leichte Kontrolltätigkeit im Labor oder in der Versandabteilung. Wird gut bezahlt. Du, hör auf. Es genügt völlig, dass du mit deinem verheirateten Mann zusammen bist. Möcht nicht als deine Mutter auch noch von ihm abhängig sein. Nein. Und wenn ich verhungere nicht. Entschuldige, ich wollte dir nur helfen. Wenn ich arbeiten wollte, braucht ihr nur die Zeitung aufzuschlagen, nicht? Hier, bitte. 4 Seiten. Stellenmarkt. Ich will doch nur, dass du hier nicht in deinen 4 Wänden herumsitzt und alt und grau wirst. Was heißt denn alt und grau? Ach ja, und Sie wollten, ich meine, Sie wollten sich selbst darum bewerben. Ja, natürlich. Deswegen bin ich doch hier. Moment mal. Aber bitte, gerne. Darf ich einmal fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 56. Und Sie haben Branchenkenntnisse? Nein, noch nicht, aber... Haben Sie schon einmal in einer ähnlichen Stellung gearbeitet? Nein, noch nicht, aber ich möchte es sehr gerne. Einen Augenblick, bitte. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Werden Sie schon bedient? Ja, danke, vielen Dank. Bitte schön. Bitte. 56, Herr Römer. Ohne jegliche Branchenkenntnisse. Eher Hausfrauentyp. Sehr leid, meine Dame. Ich habe eben mit der Geschäftsleitung gesprochen und man hat sich doch eine etwas jüngere Kraft vorgestellt. Wieso, ich bin also zu alt? In dieser Position gewissermaßen. Ich möchte trotzdem mit diesem Herrn selber sprechen. Hat keinen Zweck. Sehen Sie, so ohne Branchenkenntnisse. Na schön. Und hier haben Sie alles, was sich das Herz einer gepflegten Frau wünscht. Mireille, unser berühmtes Eau de Toilette. Mireille Lotion für die Hautpflege. Mireille Badeöl. Der Körperpuder und die Spezialcreme für den Tag und für die Nacht. Ja. Alles wertvolle mit Vitaminen und Hormonen angereicherte Präparate. Mit Mireille zaubern wir Jugendschönheit und Frische. Mit Mireille gibt es kein vorzeitiges Alter mehr. Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe nur eins nicht. Warum führen Sie mir das eigentlich in meiner Wohnung vor? In Ihrer Anzeige stand doch, Sie suchen eine repräsentative Dame für die Verkaufsabteilung. Ja, ganz recht. Wie ich Ihnen schon eingangs sagte, wir würden uns außerordentlich freuen, wenn Sie für uns arbeiten würden. Ich auch. Sie finden bei uns eine Verdienstchance, die Ihnen in dieser Branche kaum geboten wird. Bitte, und wo ist nun das Geschäft? Ich meine, habe ich Verkäuferin dann unter mir? Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Ja, unser Verkaufssystem ist folgendermaßen aufgebaut. Mhm. Wir überlassen Ihnen diese Musterkollektion zu einem Vorzugspreis von nur 300 Mark und dazu diesen Beraterkoffer für nur 35 Mark. Einen Moment, das verstehe ich nicht. Ich soll Ihnen 335 Mark geben? Nur als Kaution sozusagen, gnädige Frau. Aber diese Kosten holen Sie spielend in ganz kurzer Zeit wieder herein. Sie sind ja bei uns auf eine sehr hohe Provision gestellt. Und wenn Sie sich erst in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis einen festen Kunden haben. Nein, auf Deutsch, das heißt, ich soll hausieren gehen. Mit mehr Rekreationen geht man nicht hausieren, gnädige Frau. Da öffnet sich Ihnen jede Tür von selbst. Ja, das ist möglich. Aber ich hatte mir diese Tätigkeit wohl etwas anders vorgestellt. Danke, das mache ich schon selbst. Bitte sehr. Hoffentlich bereuen Sie Ihren Entschluss nicht. Die Verdienstmöglichkeiten bei uns sind schon, wie gesagt, außerordentlich hoch. Und Sie werden ja sicher wissen, wie schwer es ist in Ihrem Alter. Naja, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Bitte, hier geht's lang, ja? Danke. Hoffentlich haben Sie woanders mehr Erfolg. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Klinken putzen. Das hat mir noch gefehlt. Hähnchen? Ja? Hat Ihnen der Chef was vom Termin gesagt, heute um 11? Nee. Da kommt eine Frau Seipold, die behauptet, sie hat einen Termin mit dem Chef. Wahrscheinlich wieder so eine Wohltätigkeitstante. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte... Einen Moment, bitte. Nehmen Sie doch so lange Platz. Danke für nichts. Sie wollten zu Herrn Dr. Wegener, nicht wahr? Ja. Und wie war der Name? Seipold. Erika Seipold. Ah ja. Und um was für eine Angelegenheit handelt es sich bitte? Das wollte ich Herrn Dr. Wegener gern selbst sagen. Dr. Wegener ist heute Vormittag sehr beschäftigt. Tut mir leid. Ja, aber er ist doch da, oder nicht? Ich kann Herrn Doktor jetzt unmöglich stören. Er ist in einer Konferenz. Dann möchte ich gerne warten. Das hat wenig Zweck. Herr Dr. Wegener hat anschließend sofort Termine. Vielleicht hätte er doch 5 Minuten für mich übrig.
Vielleicht wäre es doch besser, wenn Sie mir sagen, was Sie wollen, Frau Seipold. Vielleicht kann ich dann mit Herrn Dr. Wegener einen Termin ausmachen. Ja, Herr Doktor? Frau Kirchner? Ja, sofort, Herr Doktor. Bitte würden Sie trotzdem Herrn Dr. Wegener sagen, dass ich da bin. Wenn Sie es vom Chef persönlich hören wollen, dass er keine Zeit hat, bitte. Frau Seipold. Guten Tag. Wegener. Ja, das ist ja nett, dass Sie mich mal besuchen kommen. Kommen Sie doch, bitte. Vielen Dank. Ja. So, wir erledigen das später, ja? Bitte nehmen Sie Platz. Man lernt auch nie aus. Wer war denn das? Ja, für sein Privatleben bin ich nicht zuständig. Tja, also, ich meine, Sie wissen ja sicher, also Brigitte hat ja bestimmt schon mit Ihnen darüber gesprochen. Also, warum soll ich eigentlich drum herum reden? Ich wollte Sie fragen, können Sie mich vielleicht irgendwie in Ihrem Betrieb unterbringen? Ist das alles? Bitte? Natürlich, wieso? Naja, ich dachte, Sie wären gekommen, um mir mal gehörig den Leviten zu lesen. Ich weiß natürlich, dass meine Situation, naja, sagen wir ruhig, prekär ist. Aber Frau Seipold, Sie müssen sich doch nicht entschuldigen. Ich meine, wenn es sich um meine Tochter gehandelt hätte, glaube ich, hätte ich auch so aus allen Rohren dagegen geschossen. Sie verstehen es also? Absolut. Nur sehen Sie, es gibt eben Dinge, die zwei Menschen nur ganz für sich allein entscheiden und auch verantworten können. Macht man sich leicht ein falsches Bild, nicht wahr? Und Brigitte, naja, lassen wir das, ne? Lassen wir mal alles Persönliche beiseite. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie zu mir gekommen sind. Ja, nur mal sehen, wie wir Sie hier eingliedern können. Nur eins, ich möchte auf keinen Fall bevorzugt behandelt werden. Nein, Frau Seipold, das könnte ich auch gar nicht. Sehen Sie mal, ich beschäftige hier doch in der Mehrzahl Spezialisten. Ich weiß, da könnten Sie anfangs natürlich nur zum Fußvolk gehören. Das ist eine etwas langweilige und sture, sagen wir nicht mal Arbeit, nennen wir es mal Beschäftigung. Ich weiß, Sie müssen ja auch langsam erst in den Betrieb hineinwachsen. So, Frau Kirchner, bitte ein Hanke zu mir. Ja, und ein Traumgehalt ist es ja auch nicht gerade. Sie würden da wohl auf 830 brutto kommen. Oh, damit wäre ich aber sehr zufrieden. Ja, versuchen wir es doch mal. So, wann wollen Sie denn anfangen? Nächste Woche? Nein, von mir aus morgen früh. Hättest du mir nämlich wenigstens vorher ein Wort sagen können. Du rufst sonst wegen jeder Kleinigkeit bei mir an. Nee, warum sollte ich dich denn anrufen? Tausendmal hast du gesagt, geh hin. Na also, bin ich hingegangen. Was ist los mit dir? Kommst nicht rein, nein? Ausgerechnet jetzt musst du zu ihm gehen. Och, hör auf, ja? Mach wirklich einen Punkt. Schließlich war das doch deine Idee. Ja, das weiß ich. Willst du was essen? Oh Gott, ist das alles peinlich. Ja, mir war es auch peinlich. Willst du wenigstens was trinken? Nein. Mir war es sogar sehr peinlich. Was hat er denn gesagt? Du, der war nett. Richtig sympathisch. Das ist ja großartig. Hm? Hauptsache, ihr beiden versteht euch. Was ist denn los mit euch? Habt ihr euch verkracht? Verkracht? Ich hab Schluss gemacht. Was, mit Wegener? Ja, vorgestern. Ja, aber wieso? Ach, wieso? Das ist vollkommen gleichgültig. Du hättest mich jedenfalls anrufen können, bevor du da zu ihm hinrennst. Nein, woher soll ich denn das wissen? Das kommt nur davon, weil du mir nie was erzählst. Also wie auch immer. Du kannst auf keinen Fall da arbeiten. Na hör mal, das geht doch gar nicht. Ich fange ja morgen früh um 7:30 da schon an. Na, du wirst anrufen und sagen, dass du nicht kannst. Aber nein, das tue ich ganz bestimmt nicht. Aber hör mal, erst bitte ich den Mann um einen Gefallen. Und dann? Ihr vertragt euch später wieder und ich stehe dann da wie ein Vollidiot. Ich habe dir gesagt, dass ich Schluss gemacht habe. Das hast du schon so oft gesagt. Ja, diesmal ist es endgültig. Wollen wir erst mal abwarten. So einen Mann wie den findest du so schnell nicht wieder. Das musst ausgerechnet du sagen. Und der hat dich ja schön eingewickelt. Nein, ich finde ihn nur sympathisch. Das ist alles. Nur noch, dass du mir rätst, ich soll wieder reumütig zu ihm zurückkehren. Biggie, ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten. Aber eins merkt er jetzt. Morgen früh gehe ich dahin und fange an. Da bringt mich kein Mensch von ab. Auch du nicht. Heike, komm mal. Ja. Du, ich weiß was. Ja? Die Seite. Weißt du, was das für eine ist? Na, der Chef, der soll doch ein Verhältnis haben. Mit der Seipold? Quatsch. Mit irgendeiner jungen Apothekerin. Die Drösige vom Personalbüro hat's mir erzählt. Und die Seipold, das ist der ihrer Mutter. Nicht möglich. Na, da wird einem ja so manches klar. Ich kann nur sagen, Holzauge sei wachsam.
Mein Gott, da kann man ja jetzt kein offenes Wort mehr reden. Kommt zu euch. Die neue. Dreh dich nicht um, direkt hinter uns. Scheint ja auch ein Herzchen zu sein. Da hätte ich dem Chef aber etwas mehr Taktgefühl zugetraut. Noch ist der Mann nicht geschieden, aber schon nistet sich die neue Schwiegermutter hier in der Firma ein. Hm. Ihr Arbeitsplatz scheint auch bloß Tarnung zu sein. Hm. Da rechts mit dem Rücken, Frau Seibold heißt sie. Seit 10 Tagen ist sie bei uns und die Tochter ist die Freundin vom Chef. Dann passt bloß auf, Kollegen. Ja. Das dauert keine 4 Wochen und dann hockt die Alte im Chefbüro. Ja, warum denn? Nach 3 Wochen wollen Sie schon aufgeben? Ja, ist besser so. Herr Wegner, wir haben beide einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht kommen dürfen und Sie hätten mich nicht einstellen sollen. Ja, macht Ihnen hier jemand Schwierigkeiten? Nein, aber ich liege hier schief. Sehen Sie wahrscheinlich... Ich meine, in jedem Betrieb wird natürlich etwas geklatscht, aber... Also Ihre Beziehung zu Biggie, da muss hier was durchgesickert sein. Wer klatscht? Nein, es sind keine direkten Anspielungen, aber bitte glauben Sie mir, ich störe hier das Betriebsklima. Ist doch Unsinn, Frau Seipold. Also, ich möchte gehen. Aber ich möchte mich noch herzlich bedanken, dass Sie so nett waren und mir geholfen haben. Ja, und wo wollen Sie nur hin? Weiß ich nicht, aber naja, irgendwas werde ich schon finden. Was darf's denn sein? Ich möchte gerne Reißverschluss, 45 cm hellgelb. Drüben am Kurzwarenlager. Nein, da komme ich ja gerade her. Haben Sie denn keinen gefunden? Nicht den hellgelb. Es tut mir leid, aber das ist nicht mein Lager. Ja, aber wieso? Da ist doch niemand. Ach, meine Kollegin wird sicher gleich zurückkommen. Vielleicht ist sie mal wohin. Da gibt's denn da nur eine einzige Verkäuferin? Hören Sie mal, bei dem Personalmangel heutzutage ist doch überall das Gleiche. Ja, verstehe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, weil Sie gerade von Personalmangel reden. Ich bin 56. Entschuldigen Sie, aber Sie sind doch ungefähr in meiner Nähe. Na, schon ein bisschen drüber. Glauben Sie? Wie bekomme ich Strickwolle? Gleich hinter der Säule, meine Dame. Am Fahrstuhl. Glauben Sie, dass ich hier eine Chance hätte als Verkäuferin? Na, mit offenen Armen würde man Sie aufnehmen. Wir inserieren doch laufend. Na ja, aber ich habe noch nie als Verkäuferin gearbeitet. Ich auch nicht, bevor mein Mann gestorben ist. Und wie macht man das? Schriftlich? Ach, Unsinn. Gehen Sie doch gleich einfach mal rauf zur Personalabteilung. 5. Stock. Sie sind also erst kürzlich geschieden. Mhm. Leben Sie allein? Ja, ganz allein. Sie sagten vorhin, Sie hätten Kinder. Wie ist denn das? Könnten die Sie im Notfall unterstützen? Im Notfall? Ja. Sie meinen, wenn ich krank wäre oder mein Mann mir zum Beispiel kein Geld mehr schicken würde? Doch, sicher. Nein, ganz bestimmt sogar. Aber Sie haben doch wohl keinen sehr starken Kontakt mehr zu Ihnen, oder? Ach, wissen Sie, Kinder, wenn sie erwachsen sind, dann, naja, es gibt eben Situationen, da sind sie so wie fremde Menschen. Haben Sie einen großen Bekanntenkreis? Nach der Scheidung? Nein. Eine Handvoll vielleicht. Aber Sie fragen mich jetzt wirklich aus, als wäre ich hier beim Röntgen. Tja, ein Personalchef muss, wie auch ein Arzt, ein guter Diagnostiker sein. Wir haben doch alle irgendwo einen Knacks. Nein, also den habe ich nun wirklich ganz bestimmt nicht. Nicht? Nein, noch nicht. Ja. Ah, nicht? Nein. Ja, das glaubt jeder. Auch Sie haben natürlich Ihren Knacks. Hm. Sehen Sie, wir haben uns jetzt 10 Minuten unterhalten und ich weiß schon ziemlich genau, was mit Ihnen los ist. Tja, na, da bin ich aber gespannt. Naja, Sie sind 56 Jahre alt, Ihre Grundstimmung, leichte Panik durch Existenzangst. Dazu leben Sie in einer seelischen Isolierung. Sie haben kaum oder doch wenig Beziehung zu Ihrer Umwelt. Einerseits suchen Sie menschliche Kontakte, andererseits fürchten Sie sich wieder davor, weil Sie wahrscheinlich oft enttäuscht worden sind. Ihre Persönlichkeit, besonders in der Ehe, haben Sie wenig entwickeln können. Und nun plötzlich der spontane Versuch, sich durch eine Arbeitsleistung materiell und sozial aufzuwerten. Stimmt's? Also mit einem Wort, ich bin bescheuert. Oder Mischugge? Sagen wir lieber, Sie sind so anormal wie wir alle. Hören Sie, ich muss unbedingt zum Chef rein. Oh, das tut mir leid, Herr Knote. Der Chef ist besetzt. Wer ist denn drin? Eine Bewerbung. Ach du Heiliger, da erzählt er wieder ganze Romane. Eines sage ich Ihnen und das sage ich jedem. Ein leichter Job ist das nicht. Besonders am Anfang, wo alles neu und verwirrend ist. Da brauchen Sie Ausdauer und gute Nerven. Ihr Anfangsgehalt würde 700 Mark betragen bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Aber
diese 40 Stunden haben es in sich. Glauben Sie es mir. Ein leichter Job ist das wirklich nicht. Ja, aber Sie machen mir trotzdem keine Angst. Das liegt mir auch fern. Sie sind also entschlossen? Ja, ich will es mal, wie haben Sie vorhin gesagt, mit der sozialen Aufwertung versuchen. Na fein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie es schaffen und durchhalten. Vielen Dank. Auch ein sehr gefragter Artikel für Kinder etwa bis zum 10. Lebensjahr. Einfacher elektrischer Mechanismus und kaum Reparaturanfälle. Ja. 14,95. Sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen teuer? Als oberster Grundsatz, und das merken Sie sich mal gleich, Frau Seibold, es gibt keine teuren Artikel bei uns. Wir führen nur preiswerte Ware. Also bitte der Kundschaft gegenüber nie subjektive Urteile. Gut, ich verstehe. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ach nee, ich muss mich ja zuerst um die neuen Eingänge kümmern. Frau Spohr! Bitte? Und Frau Spohr, das ist Frau Seibold. Unsere neue Kraft, zunächst ja wohl mehr Hilfskraft. Aha. Freut mich. Aber hoffentlich bald eine Kanone. Na? Also, Frau Spohr, nun nehmen Sie mal Frau Seibold etwas unter Ihre Fittiche, damit Sie die ganze Abteilung erstmal kennenlernen. Ein Aufbau nach Altersklassen, das System der Tischordnung und so weiter. Sie wissen ja Bescheid. Wenn was ist, ich bin drüben im Lager, ja? Na, dann kommen Sie mal mit. Sie halbe Portion. Ah, auch Berlinerin, wa? Ach, das hört man noch, wa? Aber nun gurgle ich schon seit 30 Jahren mit Elbwasser. Ja, ich auch. Schallplatten, Kinderlieder. Kinderlieder? Am Musiklager. Gleich dort gegenüber. Danke sehr. Gleich fallen dem da Augen aus dem Kopf. Renate? Ja? Wenn du das Schleppkleid anhast, dann arbeite mal lieber Parterre. Renate, unser Lehrling. Und hier ist unser Waffenlager. Mein Gott, wird denn immer noch geschossen? Ja, das geht weg wie warme Semmel. Ich dachte, davon hätten wir nur wirklich die Nase voll. Solange die Fabrikanten da noch ihr schönes Geld verdienen? Wissen Sie, das müsste eigentlich verboten werden. Sie, sagen Sie das bloß nicht so laut bei dem Verkaufsschlager? Verkaufsschlager. Bitte, Fräulein, haben Sie auch die Limbo-Bausteine mit den farbigen Einsteckteilen? Ich zeige sie Ihnen gleich. Wir haben sie in drei Größen. Kommen Sie bitte mit. So, Frau Seibold, jetzt sind wir bald durch. Stofftiere, unsere Puppen, alle Größen, alle Hautfarben, Puppenwagen, Puppenkleider. Und hier unsere Puppenmöbel. Wie sieht denn das aus? Frau Ackermann, machen Sie da bitte mal Ordnung. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit dazu. Es kamen laufend keine Eingänge. Aber jetzt haben Sie Zeit, also bitte. Ist aber noch ziemlich ruhig hier, was? Aber schon um 11 geht's los. Gestern war Ultimo. Warten Sie mal den Nachmittag ab, da werden Sie ganz hübsch mit einsteigen müssen. Herr Brennecke? Na, du bist ja mächtig pünktlich. Hast wohl ziemlich Manschetten, was? Naja, wenn's rauskommt, dass ich die Vase zerschmissen hab, dann... Das muss ja nicht rauskommen, oder? Haben Sie schon ausgetauscht? Na klar. Auf den alten Brennecke ist doch Verlass. Hier sind die 50 Mark. Ach, lass doch stecken, Mädchen. Ich brauch doch deine Mäuse nicht. Ja, aber Sie haben doch gesagt... Ach, das war doch bloß ein kleiner Scherz. Ich will doch einer Kollegin kein Geld abknöpfen. Mann, finde ich ja prima von Ihnen. Sie sind ja richtig klasse. Dankeschön. Was machst du denn dieses Wochenende? Ich? Wieso? Na so. Hast du Angst? Vor Ihnen? Na siehste. Na, wie wär's denn mit einer kleinen Sause? Ich hab einen hübschen Wohnwagen. Da können wir doch irgendwo ins Grüne fahren. Was glauben Sie, was mein Vater mir erzählt, wenn er es erfährt? Das brauchst du ihm doch nicht zu erzählen. Ein Mädchen wie du ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt runter. Das würde ich mir an deiner Stelle aber noch mal gut überlegen. Sie wollen sie also doch melden? Tja, wenn die Pflicht ruft. Mann, sind Sie mies. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass ich es tue. Dann tun Sie es doch. Dann werde ich denen mal erzählen, was Sie hier oben treiben. Du Mädchen, ich habe hier einen sehr guten Ruf. Ich bin schon seit über 15 Jahren hier in der Firma. Na, was denkst du wohl, wem die glauben? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Oh Gott, du sei doch vernünftig, Mädchen. Ihr stellt euch doch sonst nichts an. Du, ich lasse es mich auch was kosten. Lassen Sie mich los, Sie alter Bock. Na gut, wie du willst. Bis Freitag kannst du dir das überlegen. Und wenn nicht, alles Gute. So. Von hier ins Kästchen setzen Sie den Stempel. Ja. Aber mit Gefühl, damit man es auch lesen kann. Gut. Sag, und was mache ich denn nachher? Na, immer eins nach dem anderen. Damit werden Sie gut 2 Stunden zu tun haben. Was mit dem paar Dingen? Na, dann gucken Sie mal jetzt auf die Uhr und nach 2 Stunden sprechen wir uns wieder. Gut. Übrigens, nehmen Sie sich so ein Prospekt mal mit nach Hause. Dann können Sie in aller Ruhe studieren, was Sie morgen an den Mann zu bringen haben. Also, morgen schon?
Ja, oder übermorgen. Kommt ja auf ein paar Tage nicht an. Sie wollen noch länger bei uns bleiben, oder? Ja. Na, geschafft? Das ist doch nicht schwer. Nur ein bisschen stur. Ach, das haben wir alle gemacht am Anfang. Mhm. Ich bin eben bloß ein bisschen jünger. Sagen Sie mal, wieso arbeiten Sie eigentlich noch? Ich meine, in Ihrem Alter? Ich finde das besser, als zu Hause Däumchen drehen. Also ich könnte mir was Besseres vorstellen, als mir hier jeden Tag die Beine im Bauch zu stehen. Ja, können Sie sich aber auch vorstellen, wie langweilig das ist, wenn man zu Hause ganz alleine rumsitzt? In meinem Alter? Nö. Und sagen Sie bloß, das macht Ihnen hier nichts aus. Doch, bisschen schon. Meine Beine sind nämlich wie Blei. Sehen Sie? Mhm. Die Spur. Na, was habe ich gesagt? 2 Stunden. Mhm. Dauert alles seine Zeit. Wie ein gelernter Postbeamter. Sehr schön. So, und nun verteilen Sie Ihre Präzisionsarbeit mal ein bisschen. Ja. Nehmen jede Kasse einen kleinen Stoß. Und wenn Sie damit fertig sind, kommen Sie zu mir, sage ich Ihnen, wie man einsortiert. Oh no. Guten Morgen. Frau Seipold. Ja? Guten Morgen. Hier ist noch einer frei. Oh, danke. Guten Morgen. Dankeschön. Na? Wie haben Sie denn geschlafen? Ich geschlafen wie ein Stein. Hab überhaupt nicht mehr ferngesehen. Nur noch eine Stulle gegessen und dann sofort ab ins Bett. Ach, das ist nur die ersten Tage so. In der Woche gehen Sie schon wieder tanzen. Was, ich tanzen? Bin ja zufrieden, wenn ich beim Krimi nicht einschlafe. Also das könnte mir nicht passieren. Na, du, bald ist Weihnachten. Werde dich dran erinnern. Ich gehe schon mal, ja? Ja. Frau Seipold? Ja, was ist denn, mein Kind? Hätten Sie heute Abend ein paar Minuten Zeit für mich? Ja, warum? Das sage ich Ihnen dann. Wir müssen jetzt rauf. Der Golds bringt sich um, wenn wir eine Minute zu spät kommen. Mhm. Warten Sie, ich helfe Ihnen, Frau Seipold. Das ist aber nett. Ach, muss alles erst mal gelernt werden, ne? Mhm. Und Frau Seipold, ja? Wenn mal was ist, dann können Sie mich immer gerne fragen. Lieb, sehr lieb. Wo ist denn Renate? Renate? Ja? Warum sind denn Ihre Konsolen noch nicht in Ordnung? Ich war nur mal einen Moment da drüben. Ich habe Ihnen immer gesagt, hier ist Ihr Platz und alles andere geht Sie nichts an. Also bitte. Ja. Morgen, Frau Seifkohl. Guten Morgen, Frau Spur. Na, ist der erste Tag gut gekommen? Dankeschön, ganz gut. So, na, dann will ich Ihnen mal Ihre Kasse zeigen. Ja? Was heißt das? Ich soll schon verkaufen? Na, warum denn nicht? Bloß immer ran an den Feind. Gucken Sie mal. Ich habe schon den ersten Tag kassiert. Die ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Bin gespannt, ob die das überhaupt schafft. Also ich würde in dem Alter nicht mehr anfangen. Nicht vergessen, Geldlauf nehmen und dann den Betrag auf die Platte legen. Gut, aber das ist alles. Ja, das ist alles. Und das ist nicht viel. Aber wenn Sie sich verrechnen, Frau Seipold, kriegen Sie Unannehmlichkeiten. Nicht von mir, aber von der Kontrolle. Weil der Laden ihretwegen nicht gerne pleite geht. Kann ich mir vorstellen. So, meine Damen, werden Sie schon bedient? Ich? Ja? Sie kennen mich wohl noch nicht. Nein, woher soll ich Sie kennen? Na, dann fragen Sie mal Frau Spur. Frau Spur? Was höre ich? Ein ganzer Elefant? Ja, bitte, Frau Spur, gucken Sie mal ganz unauffällig nach hinten. Die Dame in Gelb behauptet, ich müsste Sie kennen. Frau Gruschwitz, eine unserer Hausdetektiven. Ja, muss leider sein, ja. Hier wird eine Menge geklaut. Los, an, Frau Seipold, wir haben noch ein Dutzend Elefanten. Cool. Oh, meine Damen, darf ich Ihnen irgendetwas zeigen? Ja, guten Tag, wir suchen ein Kuscheltier zum Einschlafen, für eine Dreijährige. Ein Kuscheltier für eine Dreijährige? Da gibt es ja überhaupt nur eins. Hier, ein wonniger Elefant. Ja, der ist süß. Frau Seipold, ich muss einfach mal mit jemand drüber sprechen. Ich steig da allein nicht mehr durch. Ja, wieso? Wo ist denn Ihre Mutter? Ach, die ist doch von vorgestern. Wenn ich zu der was sage, rennt sie zum Alten und dann geht gleich wieder die Welt unter. Mhm. Ach, das finde ich ja prima, Frau Seipold. Dann können wir ja direkt ein Stück zusammenfahren. Stellen Sie sich vor, Frau Seipold, von in der Nähe von der Serichstraße. Aha. Warum denn so eilig? Wir haben noch was vor. Kino? Nee, nach Hause fahren. Tschüss, Frau Spohr. Tschüss, du freche Rübe. Ja, das ist sie wirklich. Wiedersehen. Bis morgen. Morgen. Ja? Ich war bis vor 14 Tagen in der Glasfaserabteilung. Ja? Und da habe ich eine teure Murano-Glasfaser zerschmissen. 200 Mark war die wert. 200 Mark? Mhm. Das ist natürlich ganz schön. Und? Na, der alte Brennecke hat's gesehen und hat gesagt, er besorgt mir eine neue. Aha. Für 50 Mark.
Für 50 Mark eine Vase für 200? Das gibt's ja gar nicht. Das stimmt was nicht. Das ist es ja. Als ich gestern Abend ins Lager raufging, um ihm die 50 Mark zu geben, da wollte sie nicht mehr und dafür mit mir ins Grüne fahren. Was? Na, hören Sie mal. Das wäre ja die reinste Erpressung. Das dürfen Sie nicht tun. Na, wenn ich's nicht mache, dann geht er zum Abteilungsleiter und verpfeift mich. Ach, Unsinn. Das sagt er vielleicht nur, um Ihnen Angst zu machen. Und wenn er es doch macht? Ach, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hilft ihm nur noch die Flucht nach vorn. Der hat doch gar keine Zeugen. Der hat aber die Scherben. Na ja, aber den Kopf wird schon nicht kosten, wenn Sie das beichten wollen. Sie meinen, ich soll das einfach melden? Natürlich. Na, sehen Sie mal, rausschmeißen kann man Sie nicht. Sie sind ja noch nicht mal 16. So, passen Sie mal auf. Sie gehen morgen sofort zu dem Personalchef. Und dem erzählen Sie alles. Das ist ein sehr vernünftiger Mann. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob man so einen Dreckskerl nicht los wird. Da muss die Dekoration eben Überstunden machen. Moment. Ja? Ja, soll reinkommen. Ich kann's nicht ändern. Herein. Und gib es mir bitte gleich Nachricht, was aus der Sache geworden ist. Ich habe da eine ganz große Dummheit gemacht. Vielen Dank, Neva. Na, nichts zu tun, Frau Seipold. Oh ja. Dann helfen Sie mal da drüben aus, ja? Ja, ist gut. Bitte, kann ich rein? Seipold. Ja, was ist denn? Ist das Ihr Kassenbon? Ja, natürlich. Frau Seipold? Ja. Ihre Frage. Dankeschön. Blaue Vase aus echtem Murano-Glas. Wie hoch war denn das Ding ausgezeichnet? 194 Mark. Einfach zertöppert. Ich bin mit dem Ärmel dran hängen geblieben. Dann habe ich die Scherben in eine Tüte gepackt und der alte Brennecke hat mich dabei beobachtet. Was macht ihr denn für krumme Sachen? Jetzt möchte ich nur noch etwas von Ihnen wissen, Fräulein Klausner. Wieso hat der Brennecke Sie eigentlich gedeckt und den Fall nicht gleich gemeldet? Stehen Sie so gut mit ihm? Ganz im Gegenteil. Er wollte also was von Ihnen und Sie wollten nicht. Sehr vernünftig, dass Sie gekommen sind. Frau Seipold! Ja? Ich bin's los! Na, war's schlimm? Ach, ganz im Gegenteil. Was machen Sie denn hier? Ach, ich sagte, ich habe heute vielleicht einen Tag. Der Golds, der hat mich angepfiffen. Dann habe ich einen Kassenbon verwechselt. Verrechnet habe ich mich auch. Und jetzt, glaube ich, kriege ich noch einen Hexenschuss. Oh, wird schon wieder werden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ja. Wir haben ja bald Feierabend. Danke. Übrigens, der Frau Seipold, da habe ich den Tisch wieder abgenommen. Warum denn? Ach, die lief da immer wie so ein aufgescheuchtes Huhn rum. Kam ja auch immer noch nicht mit der Auszeichnung klar. Nee. Mit der wird das nichts. Ja? Und? Was soll ich jetzt machen? Da bei den Stofftieren ist Frau Heise. Der Lagermeister hat mich weggeschickt und Herr Gold sagt, ich soll hier nicht rumstehen. Bloß nicht aufregen, meine Liebe. Am langen Sonnabend sind sie alle ein bisschen überdreht. Hm. Kommen Sie, helfen Sie bei Frau Erdmann mit und wenn Sie was verkaufen, nehmen Sie einen Kassenblock von mir. Gut. Na, wie wär's denn hier mit, du? Ach, das steht ja auch nur rum. Ja. Na und hier? Ach, ein Bilderbuch ist doch Quatsch, da sieht doch keiner rein. Ja, aber irgendetwas müssen wir Ihnen doch mitbringen. Ja, Fußball. Haben Sie ja auch schon drei. Komm, wir gehen mal hier rüber. Sieh mal hier, wo die Kinder doch so gerne Western sehen. Mann, das ist ja eine Doppelbüchse. Ja, ist gut. Fräulein, Sie, Fräulein, bedienen Sie hier? Ja, natürlich, bitte. Da. Für meinen Sechsjährigen. Na, und für Uwe? Ah, dafür ist er noch zu klein. Der kriegt hier so einen kleinen Ballermann. Oh ja, das... Bitte. Ach, das würde ich aber meinen Kindern nicht schenken. Wissen Sie, ich finde es nicht also, richtig. Also, was Sie finden, ist mir ziemlich schnuppe, Fräulein. Sind nämlich meine Kinder, nicht? Ja, aber deshalb würde ich so schreckliches Spielzeug bestimmt nicht kaufen. Sehen also, Sie reden Sie doch nicht solchen Blödsinn. Ich will das Zeug hier. Ja, aber ich verkaufe es Ihnen nicht. Donnerwetter noch mal. Wo ist denn hier der Geschäftsführer? Wo ist denn hier die Aufsicht? Sagen Sie mal, was haben Sie denn hier für ein Personal? Dieser Herr möchte seinen Kindern unbedingt das Schießen beibringen. Und ich bin dagegen. Ich verkaufe jedenfalls sowas nicht. Für einen Sechsjährigen. So,
Bitte um Entschuldigung, meine Herrschaften. Ist mir außerordentlich peinlich. Frau Spohr? Ja? Wollen Sie bitte die Bedienung der Herrschaften übernehmen? Entschuldigen Sie bitte. Also, womit schießen denn die lieben Kleinen am liebsten? Das können Sie doch nicht machen, Frau Seipold. Ich finde die Knallerei auf den Straßen auch nicht schön, aber im Verkaufslager die Kundschaft zurechtweisen, das geht nicht. Mhm. Sie haben ganz recht. Ich habe einfach durchgedreht. Es tut mir wirklich leid. Sie haben sich wohl überhaupt noch nicht richtig zurechtgefunden bei uns, hm? Wieso? Wie meinen Sie das? Ja, ich bekam dann neulich ein paar Meldungen auf den Tisch. Herr Golz scheint Ihnen ja nicht so recht grün zu sein, wie? Tja. Ich weiß nicht recht. Vielleicht. Möglicherweise ist Spielwaren noch nicht der richtige Platz für Sie. Ich könnte Sie in ein paar Tagen ins Erdgeschoss versetzen. Damenwäsche. Da haben Sie es leichter. Also wirklich, Sie geben sich so viel Mühe mit mir. Naja, aber wenn Sie sich da auch weigern, unsere Kundschaft zu bedienen, nur weil Sie zufällig etwas gegen durchsichtige Wäsche haben, dann wird der Fall allerdings hoffnungslos. Nein, bestimmt nicht. Nein, reine Naturseide, gnädige Frau, wird heute wirklich kaum noch hergestellt. Also jedenfalls, unsere Artikel sind meistens Mischgewebe. Nein, vielen Dank. Ne? Tut mir sehr leid. Wiedersehen. Na, hier gefällt es Ihnen besser als oben im vierten Stock, was? Na, hören Sie, viel, viel besser. Schon die Luft. Die 14 Tage hier sind wirklich wie im Flug vergangen. Nur die Füße, also da bin ich ganz ehrlich, Sie. Also an dieses Stehen, da werde ich mich nie gewöhnen. Na, ist ja nur noch eine Stunde. Mhm. Ich wollte ja eigentlich noch mal rauf zum Lebensmittel, ein bisschen was einkaufen. Und warum tun Sie es nicht? Ich habe schon in der Mittagspause eingekauft. Ja? Ja, kleine Kaffeemaschine für meine Tochter zum Geburtstag. Und dann, ich habe mir auch was gekauft. Raten Sie mal was. Na? Eine Perücke. Na? Ja. Zeigen Sie doch mal. Nein, habe ich ja unten in der Personalparkstelle. Oh. 78,50. Hm. Ja, teuer? Na ja, aber ich glaube, beim Friseur, da spart man doch dann alles wieder ein. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Na, ich gehe mal rasch. Übernehmen Sie meine Tische? Ja, gerne. Danke. Sie bleiben Sie mal stehen. Geben Sie mir sofort die Ware zurück, die Sie da in der Tasche haben. Bitte melden Sie mich nicht. Sie kommen jetzt sofort mit. Ich bin so in Not. Ich bin selber bestohlen worden. Meine ganze Wäsche ist weg. Bitte zeigen Sie mich nicht an. Machen Sie mich nicht noch unglücklicher. Bitte lassen Sie mich laufen. Hören Sie doch schon auf mit dieser Heulerei. Sie, wenn ich Sie noch ein einziges Mal in meiner Abteilung erwische, dann sind Sie aber dran. Frau Seipold, Frau Seipold. Renate, was ist denn? Haben Sie schon gehört, der alte Brennecke ist versetzt worden zum Zentrallager Moorfleet? Gratuliere. Aber eins versprechen, nie wieder so ein Blödsinn machen. Ich werde mich hüten. Und wie geht's Ihnen? Ihr Probemonat muss doch auch bald rum sein. Ich habe nicht berufen, sind doch noch 4 Tage. Tschüss, aber ich bin nämlich heute eilig. Tschüss, Frau Seipold. Und nochmal vielen Dank. Sie haben toll eingekauft heute. Ja, aber auch eine Menge Geld ausgegeben. Tschüss. Ich wollte Ihnen noch einmal danken und Ihnen sagen, dass ich mich so schäme. Aber in der Verzweiflung... Wieso? Geht's Ihnen wirklich so schlecht? Ich bin aus Hannover. Reichelt ist mein Name. Mhm. Ich bin erst seit 2 Tagen hier. Und auf dem Hauptbahnhof hat man mir meine beiden Koffer gestohlen. Nein. Ich habe nichts, außer was ich auf dem Leib trage. Ich weiß nicht einmal, wo ich heute Nacht schlafen soll. Ja, aber wo haben Sie denn letzte Nacht geschlafen? Bahnhofsmission. Aber das war schlimm. Glaube ich nicht. Ja, aber hier können wir schlecht stehen bleiben. Mein Gott. Haben Sie vielleicht auch Hunger? Ja? Wollen Sie eine Tasse Kaffee mit mir trinken gehen? Das glaube ich doch. Sie sind wirklich ein Engel. Ach. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Warum essen Sie denn nicht? Hm? Mögen Sie keine Torte? Ich kann nicht. Es ist so entsetzlich, wenn man nicht weiß, wo man hin soll. Haben Sie denn keinen Menschen in Hamburg? Doch, meine Schwester. Ja, mein Gott, warum gehen Sie da nicht zu ihr? Das ist eine dumme Geschichte. Ich habe sie einmal rausgeworfen. Was, die eigene Schwester rausgeworfen? Ja, war was mit meinem Mann. Ja, aber das ist doch mir sicher schon lange her. Ich würde sie jetzt gleich mal anrufen. Wenn die bloß meine Stimme hört. Vielleicht, wenn sie... Was, ich? Nein, 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 nein. In sowas mische ich mich nicht ein. Dumme Frage, aber... Na? Könnte ich vielleicht eine Nacht bei Ihnen bleiben? Also dann geben Sie mir mal die Nummer. Hm? Na? 88 04 04 27 88 04 27.
tue das wirklich nicht gern. Sagen Sie bitte, wo ist denn die Dame? Ihre Tochter ist schon weg. Bezahlen würden Sie, hat sie gesagt. Meine Tochter? Das ist ja nicht meine Tochter. Die Pakete. Meine Handtasche. Oh Gott, bin ich ein Idiot. Ob ich meine Sachen wiederbekomme? Ich meine, das ist ja meine Handtasche. Da sind alle meine Papiere drin, meine Brieftasche. So eine Person, die muss doch zu fassen sein. Sie machen mir Spaß. Jetzt jammern Sie und rufen nach der Polizei. Aber ich bin doch bestohlen. Ich bin ja so gemein bestohlen worden. Ich sag's ja. Wo Sie bestohlen sind, da schreien Sie. Aber als es um die Kaufhauswache ging, da wollten Sie ein Auge zudrücken. Nein, nein. Ich wusste doch nicht, dass die noch einmal... Wie lange arbeiten Sie denn schon als Verkäuferin? Seit einem Monat. Na, hoffentlich sagt Ihr Personalchef da nicht, hören Sie zu, Fräulein, Ihr erster Monat ist auch Ihr letzter. So, nun wasche ich noch schnell ab und dann verschwinde ich. Also gut, verschwinden darfst du. Aber das Abwaschen überlass bitte mir. Aber du, das geht wirklich bei mir eins, zwei, drei. Mir eingefallen, Matka, und setz dich die paar Minuten, die du noch bleiben willst, ruhig auf einen Stuhl. Gut. Bringst du einen Whisky mit? Nein. Aber wirst mich nie verstehen, nicht? 35 Jahre lang habe ich für Mann und Kinder gesorgt. Und plötzlich soll ich so... Und da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, möchtest du gerne weiter sorgen. Ja. Verstehe. Aber bitte, bitte, such dir ein anderes Opfer aus. Gut. Hab schon so viel gelernt. Möchte auch noch lernen, mir meine Hilfsbereitschaft abzugewöhnen. Ist doch schon das dritte Wochenende, an dem du so allein hier zu Hause hockst. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dir nicht die Freude machen kann. Aber zwischen Frank und mir ist alles beim Alten. Ja, eine Freude würdest du nur dir selbst machen. Ach, du hast doch nur was gegen ihn, weil er verheiratet ist. Nein, das stimmt nicht. Nur, dass du dich mit einer Nebenrolle begnügst, das ist es. Dieser Herr macht in Familie, fährt vergnügt mit Frau und Kind durch die Weltgeschichte, feiert Weihnachten unterm Lichterbaum und du sitzt da und bist selig, wenn er dir am dritten Feiertag einen Tannenzweig vorbeibringt. Trotzdem werde ich mit ihm zusammenbleiben. Ist dein Leben. Entschuldige, dass ich nochmal davon angefangen habe. Soll ich dich nach Hause fahren? Nein, danke. Ich gehe zu Fuß. Ich möchte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Ach ja, was ich sagen wollte. Dein Erzeuger hat mich gestern Abend angerufen. Paps? Mhm. Hat den Wunsch geäußert, sich mit mir zu treffen. Erstaunst du nicht? Hab auch gestaunt. Und? Ich weiß nicht, am Telefon hat er nichts gesagt. Was wirst du machen? Was ich machen werde? Na, du bist gut. Ich mit ihm treffen. Hab noch nie einem Menschen einen Wunsch abgeschlagen. Auch wenn er mir noch so viel angetan hat. So, tschüss. Tschüss. Nächstes Mal essen wir bei mir, ja? Paps, Abend. Bist du allein? Ach, Matka war gerade bei mir. Nö, das Übliche. Sag mal, ist das wahr, dass du dich mit ihr treffen willst? Ja, warum? Ist was passiert? Paps, erzähl mal. Und dieser? Canotier mit Rosen. Das aufregendste Modell, das ich Ihnen zeigen kann. Gott, ist der entzückend. Bezaubernd, aber der ist sicher sehr teuer, ja? Vielleicht probieren wir ihn erst einmal auf. Ja, so. Fantastisch. Wirklich. Den muss man zu Hause aufsetzen, wenn man schlechte Laune hat. Ja. Ganz reizend. Sagen Sie, wie teuer ist der wirklich? 189. In der nächsten Saison werden Sie auf der Rennbahn nur noch diesen Stil sehen. Ja. Aber vermutlich bin ich in der nächsten Saison nicht auf der Rennbahn. Und was sagen Sie hierzu? Was, der Grüne? Ja, reizend, verspielt, original Paris. Entzückend, aber dazu müsste ich 30 Jahre jünger sein. Sagen Sie, ich suche etwas ganz anderes. Ich meine, mehr strenger, wissen Sie, klassisch. Sie wollen den Hut zu einer bestimmten Gelegenheit tragen? Ja, zu einer ganz bestimmten. Einer geschäftlichen Besprechung, oder? Geschäftlich, ja, so könnte man sagen. Also dezent. Sehr dezent sogar. Aber bitte so, ja, dass er mir nicht vom Kopf fällt, wenn ich den Preis höre. Nein. Bitte, könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Dankeschön. Und mich in einer Dreiviertelstunde abholen? Um 6:10? Nein, sagen wir lieber um 6. Ich sitze hier im Café, ja. Und könnten Sie so nett sein an meinen Tisch kommen? Ja, wenn ich nicht gerade in einer anderen Gegend rumfahre. Aber ich will sehen, was ich tun kann, sonst schicke ich einen Kollegen vorbei. Vielen Dank. Grüner Hut. Ja, aber mit Schleier. Okay. Verzeihung, suchen Sie jemanden? Ja, einen Herrn. Davon sind mehrere hier. Meinen Älteren mit einem kleinen Bart. Ja, das bin ich. Guten Tag. Oh, hallo, da bist du ja. Vielen Dank. Ja. Sag mal, wo warst du denn? Ich sitze draußen auf der Terrasse. Ach nein, du, das ist zu windig, ja? Ach so, schön, hier ist ja noch mal viel Spaß. Ja.
Nett, dass du gekommen bist. Aber das war doch selbstverständlich. Außerdem hatte ich so viel Besorgung noch hier in der Gegend. Möchtest du was trinken? Mhm. Siehst gut aus. Hab 14 Tage Ferien gemacht. Allein? Nein, nein, mit Gisela. Kännchen Kaffee bitte. Oh, ein Kännchen Kaffee bitte. Und mein Bier steht noch auf der Terrasse, wenn Sie so freundlich werden. Ja, koffeinfrei bitte. Aber nein, warum denn? Ein Moment. Und deine Galle. Oh nein, die ist in Ordnung. Das ist jetzt vorbei. Mit deinen Richtigen, ne? Und sonst? Ach, ich? Oh, danke, du, danke. Bin sehr zufrieden. Im Frühjahr war ich übrigens in Schweden bei den Kindern. Das hast du ja sicher gehört, nicht? Ich sagte, das war ganz entzückend. Also, die haben mich so verwöhnt. Naja, und mit Vicky ist doch ein richtiges Freundschaftsverhältnis geworden, so wie ich mir das immer gewünscht habe. Ja, das freut mich. Und dann der Haushalt, die Freunde. Ein Kurses mache ich auch mit. Schreibmaschine und Buchführung. Tja. Siehst also, über Langeweile kann ich mich nun wirklich nicht beklagen. Das ist ja schön. Wenn es dich interessiert, erzähle ich dir von meiner Angelegenheit. Ja, gerne. Ich habe Schwierigkeiten mit Asmus. Als ich vor 4 Jahren kündigen wollte, hatte mir versprochen, dass ich die Filiale bekomme, sobald Krämer pensioniert ist. Und deswegen bin ich damals geblieben. Aber jetzt, nachdem Krämer weg ist, hat den Posten ein Mann aus Düsseldorf bekommen. 32 Jahre alt, Diplomkaufmann. Sag mal, das ist doch eine Schweinerei. Das kannst du dir einfach nicht gefallen lassen. Ich habe leider nichts Schriftliches. Und Asmus kann sich angeblich an nichts mehr erinnern. Siehst du, hab dir immer gesagt, Asmus ist ein richtiger Gangster. Aber du hast es nicht glauben wollen. Ich war Freitag bei ihm und gesagt, dass ich klagen werde. Sehr gut. Aber dazu brauche ich Zeugen. Erinnerst du dich an unseren Betriebsausflug nach Travemünde? Ja, aber ganz genau. Er kam an unseren Tisch und erzählte, was ihr beide besprochen habt. Würdest du das eventuell vor Gericht wiederholen? Aber ist doch selbstverständlich. Das kann ich beeiden. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, für mich ist ein Zimmer bestellt. Seipold. Einen Moment. Vom 24. bis zum 29. Ja. Jawohl, Zimmer 102. Bitte nur Ihre Unterschrift. Können Sie mir bitte die Zimmernummer von Herrn Wegner sagen? Wegner? Tut mir leid, Herr Wegner wohnt nicht bei uns. Ja, aber... Eine Nachricht für Sie, GV. Nach 102, bitte sehr. Danke. Na, schon lange gewartet? 5 Minuten. Tag, Brigitte. Tag. Dachte, du würdest mich vom Bahnhof abholen. Bis eben habe ich im Vortag gesessen. Ovulationshämmer wieder mal. Du, das eine sage ich dir gleich. Ich bin nicht hierher gekommen, um mir lange Vorträge anzuhören. Ich wollte faulenzen. Mit dir. Ab und zu muss ich mich da schon mal sehen lassen, weißt du? Du kannst meinen Wagen haben, wenn du willst. Ich hoffe, dass das nicht das Einzige ist, was ich von dir haben kann. Worauf du dich verlassen kannst. Oh, riechst du nach Zwiebeln. Oh. Du, hast du keine Muscheln gegessen? Warum wohnst du nun eigentlich in einem anderen Hotel? Heutzutage muss man froh sein, wenn man überhaupt was Vernünftiges bekommt. Das verstehe ich nicht. Du hast doch gesagt, es wäre alles in Ordnung. Außerdem wollte ich nichts riskieren. Besteht die Möglichkeit, dass Christine kommt? Was heißt die Möglichkeit? Kommt sie oder kommt sie nicht? Wahrscheinlich. Ach, nur ganz kurz. Der Junge hat so gedrängelt. Seit wann weißt du das? Vielleicht seit einer Woche oder seit zwei, ist doch ganz egal. Warum hast du es nicht verhindert? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Ich habe gesagt, dass das die Tagung langweilig ist und das ist Wasser zu kalt. Wenn ich noch mehr gesagt hätte, wäre ich da gleich wieder in Verdacht geraten. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nämlich zu Hause geblieben. Also, glaubst du, ich bin froh darüber? Das ist doch kein Grund, so ein Gesicht zu ziehen. Kein Grund. Es gibt überhaupt nie einen Grund. Ist alles herrlich. Seit Wochen habe ich mich auf die paar Tage gefreut. Dass wir endlich mal ungestört sein können. Ohne immer auf die Uhr zu gucken, ohne deine Frau, die zu Hause auf dich wartet. Die schon seit Monaten andauernden Straßenarbeiten. Seipold. Was, Robert? Ja, Moment, woher weißt du denn überhaupt, dass ich hier... Ach so. Ja. Ich habe einen Anruf aus Westerland bekommen. Die Gerda hat einen Autounfall gehabt. Nein. Das Krankenhaus hat einen großen Unfall. Ich bin nicht mehr traurig, damit ich nicht.
Ja, mit dem nächsten Zug. Robert. Robert, ist das was Schlimmes? Gut. Gut. Sag mal, warum hat eigentlich das Krankenhaus zuerst bei dir angerufen? Vielleicht hat man es erst bei dir versucht und dass sich niemand meldete. Ach so. So, wenn das was Schlimmes ist, Robert, ich glaube, ich... Die Schwester hat gesagt, sie ist bei vollem Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir darüber reden soll, aber... Du, Biggie hat sich ja so verändert. Seitdem sie mit diesem Mann zusammen ist... Vielleicht liebt sie ihn. Unsinn. Kann sich doch an allen fünf Fingern abzählen, dass diese Geschichte keine Zukunft hat. Vielleicht ist ihr das gar nicht so wichtig. Ich kenne sie doch. Ja? Kennst du sie wirklich? Natürlich. Herr und Frau Seipold? Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Klausen? Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Wie geht's meiner Tochter? Die Krankengeschichte, bitte. Ja. Ich war nicht da, als sie heute Morgen eingeliefert wurde, aber sie liegt auf meiner Station. Danke. Tschüss. Prellungen an den Beinen und eine ausgerenkte Schulter, Brustquetschungen, Schnitte an Hand und Gesicht, leichte Verletzungen, also kein Grund zur Besorgnis. Wenn ich Sie trotzdem hier gebeten habe, dann hat das andere Gründe. Die Umstände des Unfalls und vor allem die seelische Verfassung Ihrer Tochter. Nach den Polizeiangaben ist der Wagen an einer ungefährlichen und übersichtlichen Stelle von der Fahrbahn abgekommen. Sie hatte zwar getrunken, aber wahrscheinlich war das nicht die eigentliche Ursache. Was war denn die eigentliche Ursache? Vielleicht der bewusste oder unbewusste Wunsch, Schluss zu machen. Der ganze labile Zustand der Patientin spricht dafür. Außerdem hat sie während der Narkose so seltsame Dinge erzählt. Ja. Meine Tochter hat Probleme, ich weiß. Ich werde sie eine Weile hier behalten. Wann können wir zu ihr, Herr Doktor? Ich möchte Sie bitten, bis morgen zu warten. Sie hat vorhin eine Beruhigungsspritze bekommen. Ich hoffe, dass sie jetzt schläft. Vielen Dank, Herr Doktor. Sollten sich Komplikationen ergeben, was ich nicht hoffe, dann lasse ich Ihnen sofort Bescheid geben. Haben Sie schon ein Zimmer? Nein. Es wird im Moment nicht ganz leicht sein. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Gehen Sie noch einmal zur Aufnahme. Sagen Sie, dass ich Sie schicke. Man wird Ihnen dort bestimmt behilflich sein. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum haben Sie denn die Geschichte von der Beruhigungsspritze erzählt? Die Patientin ist doch hellwach. Liebe Schwester Helene, ich kenne die tränenreichen Verwandtenbesucher am Krankenbett. Sie lassen gewöhnlich einen völlig zermanschten Patienten zurück. Wir wollen lieber erst mal eine Nacht darüber vergehen lassen. Wann bekommst du denn den Wagen zurück? Keine Ahnung. Wieso? Hat man dir nichts gesagt? Also gut, es ist ein Totalschaden. Dir ist nichts dabei passiert. Wieso? Hast du denn gesessen? Hab den Wagen verliehen. An Fräulein Seipold, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Das ist meine Sache. Also gut, sie hat den Wagen gefahren. Auch von dem Unfall habe ich erst gehört, dass heute Morgen die Polizei kam. Du bist auf einmal so laut. Entschuldige bitte. Mami, ich krieg die Stiefel nicht an. Verschwinde bitte, ja? Aber du hast gesagt, ich darf raus. Komm, komm. Vor einem Vierteljahr hast du gesagt, dass du endgültig Schluss gemacht hättest. Ich habe gesagt, dass ich mit ihr sprechen würde. Als ich dich gefragt habe, wie das Gespräch ausgegangen ist, hast du gesagt, dass ihr euch nicht wiedersehen werdet. Haben uns auch nicht wiedergesehen. Und wie lange? Ist das ein Verhör? Ich möchte Klarheit haben. Hast du doch. Du wirst belogen, du wirst betrogen. Für deine Ehe, die keine Ehe ist. Ist sie verletzt? Ja. Sie ist im Krankenhaus. Ich habe geglaubt, du hast wirklich Schluss gemacht. Ich wollte dir nicht wehtun. Du willst nie jemandem wehtun, das ist es ja. Wenn ich am Ende machst du feierliche Versprechungen, brich deine Freundin den Tränen aus, dann machst du andere. Wahrscheinlich bin ich nicht rücksichtslos genug. Du bist zu schwach, aber du wirst dich entscheiden müssen. Kommt schon öfter mal vor, dass ich Gäste vom Krankenhaus geschickt kriege. Dass die jungen Leute aber auch immer so verrückt herumrasen müssen. Bringt doch nichts ein, nicht? Ja, also hier
wohnt jeden Sommer der Dr. Gutmann, den kennen Sie doch. Nein, leider nicht. Das ist ein sehr berühmter Mann. Der steht mit allen Politikern auf Du und Du. So. Und das ist jetzt Ihr Zimmer. Bitte schön. Balkon. Telefon. Und wenn es Ihnen abends zu kalt ist, dann machen Sie einfach die Heizung an. Oh, vielen Dank, Frau Busse, das ist sehr schön. Ja, die Betten stehen allerdings auseinander, aber wird's wohl die paar Nächte so gehen. Ja, sagen Sie, Sie haben nicht zufällig noch ein anderes Zimmer frei, Frau Busse, ne? Aber was denken Sie denn, das ist ein purer Zufall, dass dieses Zimmer überhaupt frei ist. Wir haben doch Saison und außerdem haben wir Kongress, da kommen lauter Professoren und Doktors und die wollen alle gut untergebracht sein, nicht? Ja. Ja, gefällt Ihnen denn das Zimmer nicht? Doch, doch, sehr schön. So, na, dann hole ich Ihnen zwei Gläser. Sie können sich ja da inzwischen eintragen, ne? Ich suche mir nachher ein anderes Zimmer. Und wenn du willst, kannst du doch ruhig wieder nach Hause fahren. Wieso? Ich bleibe natürlich hier, wenigstens bis morgen. Ich muss doch Brigitte sehen. Deswegen bin ich schließlich hergekommen. Entschuldige, ich dachte nur an Gisela. Wollte doch sicher das Wochenende mit dir verbringen. Das ist in Ordnung. Mit Gisela habe ich alles besprochen. Glaubst du das? Dass Biggie sich mit Absicht... Glaubst du das? Warum nicht? Wer kann das wissen? Wenn sie nicht weiter gewusst hat, warum ist sie denn nicht zu mir gekommen? Mit mir kann man doch reden. Sofern man deiner Meinung ist. Aber du kennst mich doch, Robert. Das ist Biggie sicher nicht immer gewesen. Wie meinst du denn das? Ich bringe dir eine Glühbirne, damit sie heute Abend die Nachttischlampe anmachen. Mach das schon. Dass die Gäste manches Mal Handtücher stehlen, daran ist man ja gewöhnt. Ne? Aber Glühbirnen... Frau Busse, wissen Sie zufällig, wie man diesen Kongress erreichen kann? Ich meine, irgendeine Telefonnummer? Ja, da rufen Sie doch einfach die Kurverwaltung an. 811. 811. Vielen Dank. Ich muss wissen, was da passiert ist. Zweimal haben wir versucht, Schluss zu machen. Das erste Mal vor einem Jahr. Da haben wir uns nicht mehr gesehen, nicht mehr miteinander telefoniert. 6 Wochen lang. Dann sind wir uns auf der Straße begegnet. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Wahrscheinlich haben wir es beide gewollt. Naja, vielleicht bin ich sehr altmodisch. Aber musste es überhaupt so weit kommen? Ich meine, dass ein Mann seine Frau betrügt. Naja, wenn sie vernünftig ist, wird sie es ihm verzeihen. Falls sie überhaupt davon erfährt. Aber warum haben Sie die Geschichte so ernst werden lassen? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so offen frage. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir uns lieben, dann würden Sie wahrscheinlich entgegnen, wir seien beide aus dem Alter raus, indem man sich romantischen Hoffnungen überlässt. Vielleicht brauchen wir uns einfach. Das ist schon sehr viel. Wir verstehen uns, wir können offen miteinander reden. Wenn das alles so ist, warum? Ich bin eine geschiedene Frau. Ich weiß, was es heißt, einen Mann an einer anderen zu verlieren. Sieht aber sehr gut aus, ne? Mhm. Vielen Dank. Nimmst du dir selbst? Danke. Darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Einen leichten Rosé, bitte. Tja, also dann guten Appetit. Danke. Ich weiß, bei so traurigen Anlässen, da durfte man gar keinen Hunger haben. Aber ich kann nichts dafür, du. Ich hab großen. In manchen Situationen reagierst du völlig vernünftig. Oh, vielen Dank. Ja, und wegen als Antwort? Na, wegen seinem Jungen und dem Betrieb. Hast du Wegen hat als kleiner Vertreter angefangen, ja? Der klapperte Apotheken und Drogerien ab. Und eines Tages lernte er ein Mädchen aus sehr gutem Hause kennen, die hatte gerade Liebeskummer, und er durfte sie trösten. Und
Als die Tröstung nicht ohne Folgen blieben, haben die beiden sogar geheiratet. Die vornehme Verwandtschaft hat sich so entsetzt, dass sie erst gar nicht zur Hochzeit gekommen ist. Du kennst doch gewisse Kreise. Die Schiffe, die fahren zwar bis Honolulu, aber der Verstand, der reicht nicht weiter als bis zur Elbchaussee. Du hast doch ähnliche Verwandte. Danke. Ja, aber Wegener war ein Dickkopf, weißt du? Der baute seine Vertretungen aus und ging in den Großhandel. Und als ihm eines Tages eine kleine Fabrik angeboten wurde, danke vielmals, da erinnerte sich dieser feine Schwiegervater an die Verwandtschaft und stieg als stiller Teilhaber bei ihm ein. Ja, sobald es ums Geld geht, verlieren die Leute die Zurückhaltung. Ja, so ist es. Stell dir jetzt vor, Wegener hat zwar den großen Betrieb, aber zu 60%, zu 60% gehört er diesem Schwiegervater. Ach so. Und wenn Wegener sich scheiden lässt, zieht er sein Geld raus und der Betrieb bricht zusammen. Mhm. Ich sagte, es erinnert mich immer an meinen Vater. Der sagte, ihr könnt machen, was ihr wollt, nur was ihr wollt, das bestimmt euer Vater. Dass das Kind nie ein Wort gesagt hat, verstehe ich nicht. Wenn ein Mensch Kummer hat, dann spricht er doch mit jemandem. Was? Das sagst du, ausgerechnet du? Das hat sie doch von dir. Hast doch immer alles in dich hineingefressen. Das hat doch das Zusammenleben mit dir so unendlich schwer gemacht. Brigitte frisst nichts in sich hinein. Sie schüttet ihr Herz aus, wenn ihr danach zumute ist. Wer sagt das? Sie kam oft zu mir. Sie kam sogar ziemlich oft zu mir. Was? Als Kind? Nein, jetzt. Was soll das heißen? Jetzt? Und deine Freundin Gisela, die ist vielleicht immer dabei? Wir wollen das Essen nicht kalt werden lassen. Du brauchst mich nicht zu schonen, ja? Wir sind nicht mehr verheiratet. Die beiden sind befreundet. Sie verstehen sich eben. So ist das. Naja, dann ist ja alles klar. Wenn sie eine Freundin hat, braucht sie natürlich keine Mutter mehr. Darf ich das mal sehen? Verstehen Sie denn was davon? Ein bisschen. Vergessen Sie nicht, die Tablette zu nehmen, sonst bekommen Sie heute Nacht wieder Schmerzen. Soll ich das Licht ausmachen? Danke, das mache ich schon selber. Die Nachtschwester guckt später nochmal nach, aber dann werden Sie hoffentlich schon schlafen. Ach, kommen Sie bitte mal. Aber nicht so lange sprechen, das strengt an. Gute Nacht. Gute Nacht, Schwester. Seid gut. Frank, nett, dass du nochmal anrufst. Ich ging nicht her, entschuldige. Ich konnte ja auch gar nicht. Hast du meine Blumen bekommen? Die Schwester hat sie gerade rausgebracht. Vielen Dank. Ich habe heute Nachmittag mit deiner Mutter gesprochen. So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ich habe großen Blödsinn gemacht, Frank. Mein Führerschein bin ich bestimmt auch los. Naja, gibt Schlimmeres. Außerdem besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass ich dich fahre. Was macht deine Frau? Die hat vorhin mit ihren Eltern telefoniert. Ich weiß nicht, was sie erzählt hat. Und der Junge? Na, er spürt natürlich, was los ist. Ich besuche dich morgen Vormittag, ja? Ist doch alles beim Alten, oder? Wir sprechen darüber, wenn du morgen kommst. Warte ja ein paar Minuten, bitte. Mir ist zum Heulen zumute. Entschuldige. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Muss ja unausstehlich sein. Das war nicht leicht für dich heute. Du hast es bei mir nicht ausgehalten. Meine Tochter heult sich bei jemand anders aus. Und dass ich einen Sohn habe, das merke ich nur daran, dass meine Schwiegertochter mir alle 8 Wochen meine Ansichtskarte schreibt. Tröste dich, mir schreibt sie überhaupt keine. Ich habe immer nur das Beste gewollt, das kannst du mir wirklich glauben. Ach, mir geht doch immer alles schief. Erika, das hat doch keinen Sinn, nachts um 11 bei Windstärke 6 Selbstanklage zu erheben. Die Taxe wartet. Wieso? Du willst doch nicht jetzt... Du bist doch unmöglich, dass du jetzt noch ein Zimmer kriegst. Ich kann es zumindest versuchen. Hör mal, das ist doch sinnlos. Es ist schon nach 11. Dann gehe ich zur Bahnhofsmission. Das ist doch Quatsch. Du kannst doch hier oben schlafen. Die Betten stehen ja auseinander. Ja, das weiß ich. Kriegst du vielleicht Ärger mit Gisela deswegen? Ja, bestimmt nicht. Gisela ist so ein vernünftiger Mensch. Na also, ich werde dich auch nicht stören. Ich halte die Klappe. Versprich nicht, was du nicht halten kannst. Ich hol den Koffer. Ach, Sie sind es. Guten Abend. Guten Abend, Frau Busse.
Wollen Sie morgen zur bestimmten Zeit geweckt werden? Ja, ich würde sagen, so gegen 8, ja? Na, haben Sie einen speziellen Wunsch zum Frühstück? Nein, danke. Doch, Robert, du hast immer früher so gern Räucherei gegessen. Oh ja, den kriegen wir hier ganz frisch. Ja, früher war ich ja noch viel schlanker. Ach, Unsinn. Also, einen ganz kleinen, Frau Busse, ja? Und gute Nacht. Und angenehme Ruhe. Vielen Dank. Gute Nacht. Ich habe plötzlich Halsschmerzen. Wieso, soll ich ja noch schnell einen Tee machen lassen? Tee, um Gottes Willen. Ja, aber dann gurgel wenigstens. Du, ich habe was mit. Da die kleine Flasche mit dem gelben Etikett. Wahrscheinlich bekommt mir die raue Luft hier nicht. Unsinn, das ist deine Raucherei. Ich habe da neulich einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir uns sehen, hätte ich ihn mitgebracht. Ich habe zu Hause noch einen dicken Ordner mit Zeitungsausschnitten, die du alle für mich gesammelt hast. Was denn? Die hast du nicht weggeworfen? Nein, warum? Damals hast du dich immer über mich lustig gemacht. Dabei waren sehr gute Artikel darunter. Gesunde Ernährung, Ratschläge für die Ehe. Ja, aber genützt haben die wohl auch nicht viel. Nein. Oh, was für ein schicker Schlafanzug. So einen ähnlichen haben wir mal im Jungfernstieg gesehen. Erinnerst dich? Damals hat er dir aber nicht gefallen. So. Hat Gisela den geschenkt? Nein, habe ich mir selbst gekauft. Und wo? Am Jungfernstieg. Soll ich dir deine Reisetasche auspacken? Ach, ich glaube, ich habe meine Brille im Lokal vergessen. Sieh mal in der Hemdtasche nach. Tatsächlich, danke. Wo sind denn deine Hausschuhe? Hast du die nicht eingepackt? Sicher vergessen. Oh, wie früher. Wenn du gepackt hast, hast du sie vergessen. Und wenn ich sie eingepackt habe, hast du sie wohl liegen lassen. Auf die Art bin ich immer zu neuen Hausschuhen gekommen. Das Zeug schmeckt ja entsetzlich. Ja, aber es hilft wenigstens. So, gib dir eins von meinen Kissen. Du schläfst doch so gerne hoch. Nein, nein, lieber nicht. Um meine Schulter. Das ist immer noch das alte Lied. Was denn? Erschöpfung? Hab gedacht, das wäre vorbei. Seitdem du mich los bist. Solange ich das Büro am Hals habe. Wieso hast du denn jetzt niemanden mehr, der dich massiert? Wenn ich für jede Massage eine Mark von dir bekommen hätte, könnte ich mir heute ein Auto kaufen. Du im Berufsverkehr von Hamburg, besser nicht. Du hast mir nie was zugetraut. Im Grunde hast du dich 35 Jahre lang gewundert, dass mein Haushalt funktioniert hat. Komm, jetzt übertreibst du. Ja, aber nur ein bisschen. Sitzen wir hier in Westerland, bei diesem Anlass. Wir haben doch hier immer Ferien machen wollen. Warum hat denn das eigentlich nie geklappt? Weil du dagegen warst. Für dich gab's doch nur Costa Brava, Teneriffa. Davon warst du nicht zu kurieren. Bin von vielem kuriert worden. Hast du eigentlich in der Wohnung was geändert? Schlafzimmer. Ein bisschen. Mein Bett rausgenommen, wie? Ich hatte immer gedacht, Biggie würde mal bei mir schlafen, aber... Ich habe streichen lassen dürfen. Ganz nett. Warum haben wir uns so oft gestritten? Haben wir das? Immer. Was ist? Willst du dich nicht hinlegen? Ich habe noch Durst. Na, dann lass dir mal einen Tee machen. Nein, nein, ich möchte gerne irgendwo ein Bier trinken. Na, aber Frau Busse hat bestimmt alles. Geh doch runter, hol es dir. Ich kann doch die Frau nicht noch am Arsch stören. Ja, wo willst du denn hin um diese Zeit? Irgendein Lokal hat bestimmt noch offen. Oh, Robert, sag mal, das ist doch verrückt. Es ist schon nach 1:30. Ich bitte dich. Oder hast du Angst, mit mir in einem Zimmer zu schlafen? Ich bin einfach noch nicht müde. Kann ich mitkommen? Bitte warte, ja? Ich zieh mir nur einen Pulli an. Ich friere ein bisschen. Ich mach mir nichts vor. Du hast niemals gerne mit mir geschlafen. Das stimmt doch gar nicht. Was ich weiß, weiß ich. Ich kann mich eben nicht so loslassen. Niemand hat das bis heute ändern können. Du nicht. Und die Männer vor dir schon gar nicht. Du bist doch so liebevoll und so großzügig, hilfsbereit. Das ist ein ungeheurer Trost. Du bist eine sexuelle Niete, aber du hast eine gute Seele. Ach, ist doch... Ich habe gewusst, dass du immer andere Mädchen hattest. Ich habe mich damit abgefunden. Aber eines Tages, da
Da hast du dich nicht mehr an die Spielregeln gehalten. Was für Spielregeln? Heute die, morgen die. Als Brigitte kam, wurde das anders. Du hast zwar noch zu Hause gewohnt, aber du hast nicht mit mir gelebt. Mit dem Kind. Schließlich hast du dir nicht einmal mehr Mühe gegeben, deine Geschichte geheim zu halten. Du hast nur gesagt, ich sei bissig und unleidlich. Das bin ich auch. Aber geworden. Na, mein Dear, nicht ein klein bisschen tanzen? Ach, mein Junge, ich glaube, du musst ein bisschen warten. Dein Dern ist müde. Die Dame ist müde, aber wir sind munter, wir tanzen. Ich glaube, ich habe vor 8 Jahren zum letzten Mal getanzt. Mit wem denn wohl? Mit dir denn wohl? Auf unserer Silberhochzeit. Ich weiß, ich weiß. Und als unser Fest auf dem Höhepunkt war, kam eine Dame mit einem großen Blumenstrauß von deinem Steuerberater, um uns Glück zu wünschen. Es war Gisela. Es trinken die Matrosen. Tja, das war alles nicht leicht für dich, ich weiß. Wenn ich abends zu Hause saß und auf dich wartete und die Kinder riefen an und fragten, wo du bist, dann habe ich immer geantwortet, du wärst bei einer geschäftlichen Besprechung. Dabei habe ich genau gewusst, wo du warst. War nicht angenehm, was? Robert, komm, das ist ja jetzt vorbei. Ich muss mir jetzt noch was sprechen. Ja, noch ein Bier, und du? Ich? Nein, nichts, danke. So ruhig, sicher und adrett. Müde? Robert, lass mal. Wir werden die Nacht schon irgendwie zusammen rumkriegen. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Haben Sie überhaupt was gedacht? Nicht viel. Ich hatte nur eine ungeheure Wut im Bauch. Und die haben Sie kurz entschlossen an einer Leitplanke ausgelassen? Ich weiß es nicht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass alles sinnlos ist. Solche Gefühle sollte man sich verkneifen, wenn man am Steuer eines Wagens sitzt. Ich schaue heute Nachmittag nochmal nach Ihnen. Na, und wie schmeckt er? Danke, sehr gut. Mhm. Aber die Hälfte hätte genügt. Ja, was Sie nicht aufessen, kann Ihnen Ihre Frau Gemahle doch einpacken. Dann haben Sie zu Hause noch mal was Schönes. Ich hole gleich ein Stück Papier. Gut. Hoffentlich überlebst du es, dass man mich für deine Frau Gemahlin hält. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Nun lass mich doch mal auch mal ein bisschen kosten. Ganz kleinen Happen, du. Aha. Das hat mich früher schon immer aufgeregt. Immer wenn ich dich gefragt habe, ob du was bestellen willst, hast du Nein gesagt. Und wenn du dann gesehen hast, wie ich gegessen habe, musstest du was abbauen. Ja, na, dann werden deine Aufregungen noch eine Weile anhalten. Ohne Brot, ja? Alle Frauen sind nämlich so. Ohne Brot. Nun, gib schon her. Danke. Morgen. Morgen. Ich habe immer das Gefühl, Sie müssten es uns an der Nasenspitze ansehen. Was? Dass wir geschieden sind. Wieso? Wir sitzen friedlich beisammen. Ich füttere dich. Du schenkst mir Tee ein. Wenn ich daran denke, mit welchen Gesichtern wir früher auf dem Frühstückstisch gesessen haben. Daran möchte ich lieber nicht denken. Nochmal? Nein, nein, danke, du. Ich wirklich wäre zu dick. Sag mal, hast du eigentlich mal nach der Scheidung darüber nachgedacht, ob das wirklich richtig war, was wir gemacht haben? Und? Es war richtig. So, hier habe ich eine Tüte, da kann er nicht durchfetten. Oh, vielen Dank, Frau Busse. Und nachher geht's ins Krankenhaus, was? Ja. Ihr Fräulein Tochter kann glücklich sein, dass sie solche Eltern hat. Mancher liegt da und es kommt überhaupt keiner. Harald? Baby? Ja. Oh, kriege ich Schimpfe, hm? Ich habe einen Rohrstock mitgebracht. Und Konfekt, auch das noch. Ja, für deine schlanke Linie. Du Affe. Mhm. Habe ich den großen Schrecken eingejagt, Matke. Danke. Hat gereicht. Mhm. So verbunden. Da habe ich dich das letzte Mal gesehen, als du von der Teppichstange gesprungen hast. Aber damals warst du 10. Hatte gehofft, bist inzwischen ein bisschen vernünftiger geworden. Komm, setz dich.
Guten Platz. Kommt später. Spricht noch mit dem Arzt. Hat er euch vertragen? Mhm. Ist nicht zu fassen. Wir haben uns nicht bei den Haaren bekommen. Stell dir vor, eben als ich aus der Pension ging, hat er mir sogar ein Kompliment gemacht. Der Hut, den ich neulich auf hatte, war entzückend. Tja. Vielleicht muss man sich ja scheiden lassen, um mal etwas Nettes von seinem Mann zu hören. Ich rede wieder ein bisschen viel, ne? War Wegener schon da? Er kommt heute Mittag. Ich habe mit ihm gesprochen. Ob du es glaubst oder nicht, aber der hat sich alles angehört, was ich ihm gesagt habe. Das ist für dich natürlich von entscheidender Bedeutung. Sag mal, warum können wir uns eigentlich nicht beide wie normale Menschen unterhalten? Kannst du ja. Tust du ja auch. Ne? Ich hab nur manchmal ein bisschen Manschetten. Was, vor mir? Nein, vor deinen guten Ratschlägen. Weißt du, du bist ein großer Schatz. Aber manchmal bist du ungeheuer anstrengend. Ich spreche am Montag mit Rechtsanwalt Kampmann. Ja, der wird dir zur Scheidung raten. Wann bist du zurück? Mittwoch, spätestens Donnerstag. Du, wir gehen bald mal zur Hagenweg, ja? Oh ja. Du hast ja diesmal die Seehunde nicht gesehen. Hm. Vielleicht machen Oliver und ich an Weihnachten zusammen eine Seereise, hm? Am besten, wir lassen den Jungen bei allem zum Spiel, ja? Der gehört mir. Ist doch verrückt. Glaubst du nicht, dass ich das ernst nehme? Dass ich da in was hineingesteigert? Frank, ich habe hier jetzt anderthalb Tage gelegen. Ich habe über nichts anderes nachgedacht. Ich weiß, was ich sage. Glaub mir. Ja, habe ich dir was getan oder habe ich dich irgendwie gekränkt? Du musst doch einen Grund haben. Irgendwas lieb und gut. Immer. Die ganze Zeit. Du hast dir Mühe gegeben. Es hat mir auch Spaß gemacht mit dir. Großen sogar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann noch mal so wichtig für mich sein wird. Aber es ist etwas kaputt, verstehst du? Es geht plötzlich nicht mehr weiter. Es ist aus. Du, jetzt hör mir bitte mal zu. Christine lässt sich scheiden. Die behält den Jungen. Die bekommt den Betrieb. Es gibt nur noch uns. Wir können zusammenziehen, wir können... Ja. Ruhig, nicht, um Gottes Willen. Wir haben 3 Jahre zusammen. Wir haben uns versteckt vor deiner Frau, deinen Schwiegereltern, vor meinen Kollegen, vor allen. Wir haben ständig nach der Uhr gelebt. Heute 3 Stunden, übermorgen 2. Vielleicht mal am Wochenende. Aber mit Tricks und Schwindeleien herausgeschunden. Oh, wir waren ein eingespieltes Team. Wenn du gekommen bist, Abendbrot... Zigarettenpause, ab ins Bett. Und dann hinterher noch Zeit war, eine Schallplatte oder ein paar Worte zum Tag. Alle 2 Wochen sind wir dann mal groß ausgegangen. Bei Wein und Kerzenlicht. Aber natürlich außerhalb der Stadt. Möglichst weit draußen, wo uns keiner kennt. Das ist vorbei. Wir werden uns eine Wohnung nehmen. Wir werden verreisen. Hast du dir doch immer gewünscht? Ich hab davon geträumt. Aber diese Träume sind halt mit der Zeit ziemlich schal geworden. Zum Schluss bleibt nur noch die Fassade übrig. Gewohnheit. Ja, trotz, weil die anderen dagegen waren. Weißt du, es ist wie mit Kartoffeln. Wenn sie zu lange auf dem Feuer gestanden haben. Wir reden andermal weiter. Du hast den Unfall noch nicht überstanden. War ja auch alles zu viel für dich. Es wird kein Gespräch mehr zwischen uns geben, Frank. Ich werde wahrscheinlich irgendwo hinfahren. Vielleicht bleibe ich auch noch eine Weile hier, ich weiß es noch nicht. Um ein bisschen Abstand zu bekommen. Alles andere wird sich finden.
Was war denn der normalen recht kurze Besuch? Die Firma bewilligt leider keinen Sonderurlaub. Naja, aber Sie könnten doch mit Ihrer Frau Gemahlin immer mal wiederkommen, vielleicht schon zum Herbst. Da haben wir manchmal so richtig schöne Tage. Hör mal sehen, Frau Busse. Ja, im Zimmer lasse ich alles so, wie es ist. Können Sie mir vielleicht ungefähr sagen, wann Sie zurückkommen? Ja, ich bringe meinen Mann zum Bahnhof und dann gehe ich noch mal ins Krankenhaus. Also ich würde sagen, so zum Abendbrot. Ja? Ja, das wird ihm Fräulein Tochter bestimmt sehr gut tun, nach all dem Schrecken, dass Sie noch ein paar Tage hier bleiben. Ja, bestimmt, die Taxe, wir müssen. Also alles Gute. Schönen Dank, Frau Busse. Haben Sie auch den Arm? Ja, den habe ich meinem Mann eingepackt. Und gute Fahrt. Dankeschön. Ich mache auch was ganz besonders Schönes zum Abendbrot. Dankeschön, Frau Busse, dankeschön. Robert, hier ist noch alles frei. Also, ich rufe dich an, wenn der Prozess gegen Asmus ist. Ja. Und grüß Brigitte von mir. Hm. Und genieß die paar Tage, die du noch hier bist. Robert, bitte vergiss nicht. Nein, die Handelsschule anrufen. Montag pünktlich bin ich wieder da. Mach ich. Robert, rauch doch nicht so viel. Achtung, Gleis 2. Ende in Eilsen nach Hamburg-Altona. Ich danke dir. Wieso? Wofür? Für alles. Mach's gut. Ja? Und grüß Gisela. Auf einmal? Naja. Ihr seid doch alle so dick miteinander befreundet. Und wenn man dabei bleiben will, da grüßt man selbst eine Gisela. Starke Frauen weinen heimlich. Danke fürs Dabeisein, danke für dein Like und bis demnächst hier auf deinem persönlichen Retrosender. Thank you.